Ist das Ding an? Schönen guten Abend. Ich glaube, das Ding ist an. Einen wunderschönen guten Tag zusammen, Freunde. Jetzt müssen wir wieder normal reden. Richtig. Freunde, wacken! Halbstark. Nein. Das ist was anderes. Apropos. Du hast, ich habe einmal die bislang, glaube ich, einzige Ausgabe, wenn ich mich nicht irre, der Mlarschau gesehen. Im Vorfeld des Schnickschnack-Festivals irgendwann mal vor einiger Zeit. Vergiss nicht, was du sagen wolltest. Erstmal einen wunderschönen guten Tag zusammen, Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Musiklaber-Allianz. Wollen wir den Schmarrn mit Begrüßung nicht später machen? Nein, aber so viel Zeit muss sein. Tag. Boah, du hast soziale Medienkompetenz auch echt durchgespielt, Sven. Respekt, Digga. Absolut, absolut. Also ich, was ich kann, kann ich. Dir ist schon klar, dass wir diesen Monat nenne ich ganz, aber im August zweimal in der Öffentlichkeit irgendwas erzählen, ne? Da musst du noch ein bisschen dran feilen. Also ja, ich weiß nicht, ob das für alle Beteiligten gut ist. Das weiß ich auch nicht. Also, aber ich sollte meinen Gedanken festhalten. Jetzt habe ich ihn festgehalten, jetzt haue ich ihn erstmal raus. Erzähl. Bevor du den großen Werbeblock gleich startest. Ich weiß, der kennt mich zu gut. Ich habe da was kommen sehen. Bitte? Nein. Mlarschau, kannst du dich daran erinnern? Das Format, ja, was du einst ins Leben gerufen hast, was, glaube ich, bislang eine Folge hatte. Eine Folge. Da hattest du doch irgendwie was von geschrien, von wegen, wir fahren dann nach Wacken. Hinten raus. Was machst du hier? Ja, keine Ahnung. Die Anfragen sind irgendwie stecken geblieben. Ach, die Anfragen sind stecken geblieben. Ja, also nicht die Leute, die da hingefahren sind. Also erstmal Grüße gehen raus. Ich glaube zwar nicht, dass sich irgendein Schwein auf Wacken sich diese Folge anhören wird. Währenddessen. Weiß man nicht. Wir haben ja tatsächlich auch schon, das ist mir aufgefallen, ich habe, was so die kleineren Bühnen und den Lastgangenhof. Landgasthof. So rum ist richtig. Lastgang ist was anderes. Ja, ich komme aus dem Energiesektor, deswegen hat man mit Lastgängen zu tun. Das habe ich ein bisschen sträflich vernachlässigt, wer da so spielt dieses Jahr. Das ist mir heute erst aufgefallen, dass wir ja wirklich, oder dass dieses Jahr ja wirklich zwei Bands da sind, die wir schon in Interviews da hatten. Tatsächlich, ja. Oder wir da waren, oder die wir zumindest in den Folgen mal hatten, ganz oder teilweise. Zum einen nämlich ist Akustik Steel wieder da. Richtig, die haben gewesen. Ja, stopp, halt. Also die sind heute am heutigen Tag tatsächlich noch aktiv. Die haben gestern gespielt, am Dienstag. Ja, meinte ich nämlich auch. Haben heute noch eine Kombi-Geschichte mit dem Nico Rose, Ministerium für Schwermetall, so auf Facebook, Insta, wenn ihr den vielleicht eher kennt, okay, in dem Fall. Der hat ja ein Buch geschrieben, Hard, Heavy, Happy, so ein bisschen Metal und Glückseligkeit und so. Der ist ja Psychologe und so Kram, und der hat ja richtig Ahnung, der Nico. Okay. Und da begab sich die Legende, dass er zusammen mit Akustik Steel in Lingen tatsächlich eine Lesung hatte, und Akustik Steel haben das Ganze so ein bisschen musikalisch untermalt. Und irgendwie war das so der Shit, also im Rahmen auch von Metality, die haben das organisiert und so weiter, da war richtig, richtig was los. Okay. Und ich hatte da leider an dem Tag auch keine Zeit. Ich glaube, wir sogar nicht, weil wir, glaube, das hier aufgezeichnet haben. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls. Was haben wir gemacht? Beim Podcast reden kann es helfen, wenn du die Zähne auseinandernimmst. Entschuldigung. Man kann auch mit geschlossenen Zähnen reden, kennst du das? Ja, aber dann wirkt der Podcast direkt wieder etwas bedrohlicher. Oder soll es das gerade? Das wäre passend für so eine Metal, wenn wir so über so eine Black-Metal-Band, richtig tiefsten, heftigsten Black-Metal-Shit reden. Dann einfach so richtig. Also, ja, oder wir machen einen Wrestling-Podcast. Es gibt eine Band, WrestleManiac, Spiel auf dem Ostfies dieses Jahr. Die, okay, kombinieren Wrestling und Metal, also von daher sagt man nicht. Das könnte ein interessantes Konzept sein. Ich weiß. Also ich es gibt einen Chris Jericho, der kombiniert auch Wrestling und Metal, aber nicht gleichzeitig. Nee, das macht er so abwechselnd mit Vorsicht, ja, aber... Ich weiß gar nicht, ob er das eine noch macht. Ich bin da beim Wrestling-Thema so ein bisschen, ist er noch, so ein bisschen raus, was die Aktivität des einen oder anderen anbelangt. Jedenfalls haben halt Akustik Steel und Nico Rose, irgendwie haben die sich auf diesem Lesungs-Gig da in Lingen so kennen und lieben gelernt, und irgendwie ist eine Symbiose, passt manchmal, ne? Und Abfahrt, ne? So, und so sind die heute da auch noch eben zugange. Grüße gehen raus. Ja, und die zweite Band, die du angesprochen hast, da hatten wir zumindest mit dem Sänger der Band gesprochen. Ja. Nutellica, eine fantabulöse Metallica-Coverband. Genau, wenn Metallica schon keinen Bock auf Wacken hat oder nicht eingeladen wird oder wie auch immer, keine Ahnung, dann das ist also das erste, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber das könnte das erste Mal sein, dass wirklich Metallica-Lieder auf einer Bühne zelebriert werden. Und gar nicht mal schlecht. Das konnten wir uns ja Anfang dieses Jahres war das, jetzt muss ich echt überlegen, boah, die Zeit, und ich werde älter und so weiter, konnten wir uns Anfang diesen Jahres von live überzeugen. Danke,
Gerne. Es dauert manchmal ein bisschen länger, bis du meine Sätze vervollständigst. Das war schon mal schneller. Ja, die Hitze macht uns alle fertig, Freunde. Jetzt fängt er wieder mit der Hitze. Jetzt fängt er wieder mit der Hitze an. keine Ausrede verlegen. Also, lange Rede. Wir fassen das Schnickschnack zusammen. Bands waren da und Hitze war geil, war schlimm. Richtig. Alles andere anwesend, check. Also ich hoffe, dass wir heute nicht so inflationär die Hitze ansprechen. Ja, das war halt echt Thema. Ich glaube es dir. Das war anderes Thema und wir wollten die Hitze ja auch nicht so inflationär verwenden, außer wenn die Musik, über die wir nachher reden werden, zufälligerweise heiß sein sollte. Richtig. Und also gewisse Sätze wie, oh Mann, ist das heiß hier, sind in solchen Podcast-Themen eher schwierig, weil das kommt aus anderen Genres, Filmgenres und so. Das kommt eher aus der gleichen Filmgenre Richtung wie Fragen wie nach warum da Stroh liegt oder so. Also horizontales kommt, ne? Gewerbe, genau. Ja, genau. Okay. Ne? Ansonsten, ja, was soll ich sagen? Also, wie gesagt, Schnickschnack war schon schön. Übrigens, du hast mir tatsächlich selber im Nachgang noch geschrieben, was es mit den Yellow Jackets auf sich hatte. Weil ich das in der Podcast-Folge letzte Woche irgendwie nicht so ganz hundertprozentig definiert habe. Ich sag mal so, vielleicht haben das alle Zuhörer verstanden, zumindest auch alle Zuhörer verstanden, die nicht da waren. Nur ich hab's in dem Moment verrafft. Keine Ahnung, ich muss auf jeden Fall, ich hab's ja nachher auch wohl verstanden, aber ich habe einen Moment gebraucht, ich meinte es verstanden zu haben, du hast es mir jetzt gerade bestätigt. Ich habe einen Moment gebraucht, wie du jetzt von den Civis auf die Yellow Jackets gekommen bist und dann wieder zurück zu den Civis und dann kam jetzt die nächste Pause, wo du wieder geredet hast und das Wetter heiß war. deswegen, das hatte ich in dem Moment nicht so ganz verstanden. Erklär gerne nochmal. Wer die Yellow Jackets nicht verstanden hat, die Yellow Jackets sind eigentlich die Civis, aber in ihrer Coverkluft mit so gelben Jacken, wie der Name sagt. Und die Jungs haben so aus Fez halt hier und da auch schon mal so ein paar Cover-Gigs gespielt, auch teilweise Privatveranstaltungen und so halt, Bekannte, Freunde, wie auch immer. Und die haben halt quasi einen Cover-Song gespielt und haben halt sich da zu diesem Anlass sozusagen auf der Bühne eben diese gelben Jacken übergeschmissen, was bei plus 30 Grad übrigens A, sehr knusprig war. Kommt man auf den Trichter, sich gelbe Jacken überzuziehen? Vor allem gelb? Keine Ahnung, weil blau aus war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Und grün hatte Toni Rasenkant da weggekauft, das macht Sinn. Richtig. So, und deshalb war halt irgendwie nur gelb über. Diese Yellow Jackets-Geschichte geht auch schon ein bisschen länger tatsächlich. Und die haben halt einen Song halbstark, den haben sie gespielt. War halt ein Cover und deswegen haben sich halt da eben die gelben Jacken darüber geschmissen. Okay. Und das war eigentlich der ganze Gag an der Geschichte. Vor allem, ich habe ja vorhin noch so ein Video von dir gesehen, was du wahrscheinlich auch über nochmal in einer Form in ein Video reinschneiden wirst. Wird in Vlogform kommen. Fehlt noch Zeit. Und noch Material. Da habe ich ja gesehen, ich bin ja bei den Yellow Jackets tatsächlich von diesen Friesennerzen ausgegangen. diese Regenjacken, die wären natürlich bei 40 Grad, ich glaube, die waren es nicht ganz, aber gut 30 Grad im Schatten. Das war trotzdem im Schatten. Wäre die natürlich richtig fies gewesen. Regenjacken ölst ja nochmal richtig gewaltig, aber. Da wäre der Schweiß einfach direkt hinten rausgelaufen, direkt abgeleitet. Dann hättest du zumindest eine Befeuchtung des. Nein, lassen wir das. Genau. Jedenfalls, es waren auf jeden Fall so richtig schöne, dicke Baumwolljacketts. Das war auch schon unangenehm. Vor allem die Jungs haben dann, glaube ich, schon eine Dreiviertelstunde gespielt oder so und mir Vollgas gegeben. Ergo auch unangenehm, sicherlich dann sich diese Dinger da überzuschmeißen. Also das sind wirklich die Momente, wo man wo so ein Bühnenoutfit einen wirklich killen kann, sage ich mal. Ne? Ja. Da bist du froh, wenn du einfach nur in kurze Hose und ein T-Shirt auf die Bühne rennen kannst. Das frage ich mich auch jedes Mal bei Hämatom zum Beispiel, wenn der Nord mit seiner Jacke und den Handschuhen und der langen Hose dann da über die Bühne rennt und irgendwie bei, keine Ahnung, 35 Grad im Schatten bei Wacken spielt. Ja, generell, oder sonst wo. Generell diese ganzen Klüfte, die du da hast, so dick eingepackt und alles, ist dann schon irgendwie unangenehm. Auf alle Fälle. Du musst wieder deine Steuererklärung nebenbei? Ja, ich mache meine Steuererklärung, höre dir zu und würde sagen, wir wollen euch erstmal erzählen, worüber reden wir hier eigentlich heute? Also erstmal den üblichen Dumselschnack haben wir schon wieder abgefrühstückt. Ja, aber vergesst nicht gleich wieder auf den Werbeblock zurückzukommen, wo ich dich vorhin unterbrochen habe, warum wir in der Öffentlichkeit im August ein paar Mal sind. Stimmt, ja, dann erzählen wir das mal vor. Gut, dass ich dieses Mal dabei bin, ne? Ja gut. Da gibt's sowas wie einen roten Faden, wenn ich mich anstrenge. Ja nun, ich könnte natürlich jetzt hier nach vorne spulen und sagen, wenn du jetzt nicht reingeredet hättest, hätte ich auch die Fahrt nicht verloren. Ja, du hast mich ja vorher unterbrochen, weil du auf einmal noch meintest, förmlich werden zu müssen und Hallo sagen zu müssen. Ja, da hätte ich aber vorher nicht unterbrochen. Liebe Zuhörer, auch von mir ein herzliches Hallo. Ja komm, jetzt nach 9,5 Minuten kommt der Heckenpenner um die Kurve, ja klar. So, Freunde, also warum öffentlich? Zum einen ja am 11.8., jetzt muss ich überlegen, 11.8., war das 11.8.? Sonntag, 11.8. Ja. Werden wir gehen einfach in eine Kneipe und haben zufällig unser Equipment dabei. Und sprechen mit Szenen aus dem Leben. Und zufälligerweise ist eine Band da? Zufälligerweise ist eine Band da, die wir vorher auch angeschrieben haben, dass die auch kommt. Nein, also
Freunde, und zufälligerweise haben wir da auch schon Werbung für gemacht und die Kneipe auch. Richtig, also wir freuen uns drauf. In der alten Wäscherei, im Rahmen von Lulus Rockkneipe, die Dame, die uns hier diesen schönen Mlarstein auch geklöppelt hat, wer es auf Facebook und Insta... Machen wir dann Nightwash Goes Metal. Genau, so ungefähr. Und die uns da eben den Stein geklöppelt hat, die macht da immer einmal in der Woche, auf dem Sonntagabend, macht die da Rockkneipe. Und wir waren sowieso noch nie da, also fahren wir da mal vorbei. Und genau. Wenn wir schon mal da sind, haben wir gesagt, komm, da können wir doch gleich mal eine Folge machen. Hat durchaus mit Sicherheit was Lustiges, könnte spaßig werden auf jeden Fall. Wir kommen ja eigentlich, wenn wir irgendwo hinkommen als Musiklabernd, kommen wir ja nicht ohne Mikros. Selten, äußerst selten. Max, oder entweder Mikros oder wie Fotos und Videos. Irgendwas gibt es immer, irgendwelchen Content gibt es von uns. Aber auch da sind ja Mikros dran. Richtig. Und von daher werden wir da uns ein bisschen mit den Jungs von Riot, also Mondscheinbar, unterhalten. Ich persönlich hatte schon einen kleinen Vorgeschmack mit dem Julian auf dem Schnickschnack-Festival. Der war in einer von diesen Live-Schaltungen mit dabei, war ganz witzig. Okay. Von daher können wir uns auf jeden Fall darauf freuen. Der Daniel, der Gitarrist und der Sänger, die beiden sind dabei. Und werden uns da so ein bisschen Rede und Antwort stehen. Es wird mit Sicherheit sehr lustig werden, da gehe ich ganz stark von aus. Vielleicht der ein oder andere Besucher vor Ort wird vielleicht auch die eine oder andere Frage stellen. Ich glaube, wir sollten den interaktiven Part da auch nicht vernachlässigen vor Ort, wenn wir schon mal da sind. Wenn auch noch andere da sind, die wir damit einbinden können. Also genau. Ich weiß, dass Lulus Rockkneipe immer gut besucht ist. Okay. Wenn es jetzt nicht so ist, weil wir da sind, habe ich da Fragen. Ich sage so, okay. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass sie gut besucht worden. Nee, tatsächlich. Also ich gehe auch davon aus, wenn ich so die Fotos immer mehr angucke, so im Nachgang von ihr, wie sie da so postet, denke ich mir, da sind immer so ein paar bekannte Gesichter dabei, aus der ganzen Rock-Metal-Bande hier so rund ums Emsland. Das wird spaßig. Es wird auf jeden Fall lustig. Wichtig ist, dass bei uns mehr Leute da sind, als die Nutty Neighbors da waren. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie viele da waren, aber das ist mir persönlich ein Anliegen. Also kommt alle. Ja, kommt vorbei. Und also wie gesagt, wenn wir ein bisschen quatschen mit den Jungs, wird mit sie auch lustig. Und auch wenn wir dann durch sind mit den offiziellen Parten, ein paar Leuten zu schnacken und alles. Freue ich mich sehr drauf. Und dann natürlich der ganz hochoffizielle Part, dann mit inklusive Bühne und allem, was dazugehört, am 31. August diesen Jahres. Es ist schön, wie unauffällig du auf das Plakat guckst, um zu gucken, wann wir eigentlich da sind. Gut, dass wir heute nur Folge aufnehmen und nicht streamen oder so. Apropos Stream, wer am, jetzt muss ich überlegen, am 18.09. Mach erstmal unseren Auftritt. Wir machen das zeitlich chronologisch jetzt. Erst 31.08., dann 18.09. Genau, 31.08., 18 Uhr. Was machen wir? Genau, wir machen einfach mal ein bisschen Bühnen-Action. Und zwar das Noah in Paradise. Wir dürfen zu Gast sein. Und dürfen den Laden quasi aufschließen. Werden euch mit einer Stunde geballter Podcast-Power verarzten. Auf der Biergarten-Stage oder davor oder wie auch immer? Auf jeden Fall ja. Und irgendwie rastet hier gerade meine Uhr aus. Irgendwie gibt hier gerade alles auf unserem Instagram-Account tatsächlich. Okay. 15.000 Benachrichtigungen. Nun. An 18 Uhr geht das los. Ein ganz normaler Mittwoch. Genau. Ja, also früh noch während der Aufzeichnung. Und wer ist denn dabei? Also wir sind dabei, genau. Die Jungs von Cover Devastation sind am Start. Dann Insanity Moments und natürlich Nutty Neighbors werden ihr XXL-Set dann auf die Bretter legen und mit den Brettern auf die Bretter legen. Genau. Die Nutty Neighbors sind gleichzeitig Headliner und Co-Headliner. Genau, sie featuren sich selbst. Genau. Es wird auf jeden Fall lustig werden. Wie gesagt, die Jungs sind mit Herz und Eifer dabei, auch mit ihren Bühnenauftritten. Das ist echt große Unterhaltung, muss ich ganz klar sagen. Könnt ihr euch drauf freuen. Kommt vorbei, das Ganze mal live zu sehen. Schnitzelparadies Lampe in Hobsten. Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei allen Beteiligten, also Schnitzelparadies, bei uns, bei Nutty Neighbors, bei den Insanity Moments, Cover the Station, Instagram, Facebook, schreibt uns an oder schreibt die Jungs an oder wie auch immer. Also keine Karten kriegen ist keine Option. Ganze Spaß kostet im Vorverkauf 14,50 an der Abendkasse, die es auch geben wird, 18 Euro. Vorverkauf, wir predigen es selber, immer geiler, weil planbar. Hilft und im wenn man die Karten im Vorverkauf kauft, hat man quasi auch noch die erste und die zweite Runde Bier für sich selber mit drin. Ist das so? Ich kenne die genauen Bierpreise jetzt nicht, aber 3,50 Euro. Ja, zweite Runde wird dann knapp, aber... Ja, zumindest das erste Bier hast du dann nochmal rausgeholt. Ja, ne? Also mindestens das. So nämlich. Also wie gesagt, kommt und vermehret euch. Kommt und zahlreich, vermehret euch danach. ihr Kinderlein, kommt ins Schnitzelparadies Lampe Biergarten Stage. Ich sehe Potenzial für ein kleines Teaser-Video, Sven, nach der Aufzeichnung. Müssen wir ein Krippenspiel inszenieren? Bist du bescheuert bei 30 Grad oder was? Rad ab! Dann spiele ich die arme Sau. Die keine Klamotten hat, ne? Lassen wir das. Ja. Freunde, warum sind wir heute... Achso, genau. Warum sind wir heute hier? Damit du nochmal eben auf den 18.09. hinweisen kannst. Richtig, 18.09.
Es gab, oder beziehungsweise ihr konntet tatsächlich auch in unserem Vlog von Motion May euch da schon mal quasi ein Bild machen. Ich glaube, der eine oder andere von euch da draußen kennt die Band auch schon. Und zwar, die Rede ist von Heartbone aus Hamburg. Die Jungs spielen tatsächlich dieses Wochenende noch auf dem Wacken Open Air. Und wir haben es geschafft und haben natürlich auch auf dem Motion May gespielt. Da durfte ich die Jungs kennenlernen. Unfassbar sympathische Truppe und auch unfassbar geile Liveband, absolut. Und haben das Vergnügen, die Jungs am 18.09. bei uns begrüßen zu dürfen. Und zwar nicht nur in Ton, sondern auch in Bild. Die Jungs haben da Bock drauf. Also werden wir das ganze Ding auf Twitch livestreamen, inklusive der Podcast-Aufzeichnung dann für später, für alle, die dann vielleicht nicht zuschauen können, aber dann hören können. Freuen wir uns auf jeden Fall sehr, sehr drauf, dass wir mit den Jungs ein bisschen quatschen können. 19 Uhr wird's losgehen. Plus minus 2-3 Minuten, je nachdem, wie die Technik so mitspielt. Wie immer. Ich glaube, für 2 Minuten Verspätung muss man sich noch nicht entschuldigen. Ja, bei Twitch ist das sowieso Standard, dass man erstmal mindestens eine Viertelstunde früher anschmeißt, erstmal eine Viertelstunde einen Timer laufen lässt, dass die Leute erstmal benachrichtigt werden. Und wenn der Timer runtergelaufen ist, ich wollte gerade sagen, da fängt er nochmal von vorne an und dann geht's los. Nee, dann geht's meistens wirklich los. Nee, also von daher, wie gesagt, Podcast-Livestream mit Heartbone. Ich freue mich da sehr drauf. Wie gesagt, das Gespräch nach dem Konzert, auch bei den Jungs beim Merch. Und auch dieses dazugehörige Posing-Foto, das war sehr amüsant und von daher sehe ich da eine Menge Spaß auf euch und auf uns zu rollen. Rollen? Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wer es noch nicht weiß, auf Twitch, ihr könnt da unseren Kanal schon mal raussuchen, twitch.tv/musiklaberallianz. Folgt da ruhig schon mal rein, weil dann verpasst ihr generell auch keine anderen Streams oder so. Wir sind da immer mal jetzt im Sommer noch nicht so ganz, aber Richtung Herbst, Winter wird damit sicher wieder mehr passieren. Entweder mal zusammen oder ich werde vielleicht auch gar nicht mal passieren, wenn ich Langeweile habe, dass ich auf den Sonntag mal irgendwann mal live gehe. Einfach mal ein bisschen quatschen. Das sind immer die schönen Momente, wo ich dann über einen Post oder über Social Medias erfahre, dass wir gerade was machen. Ja, manchmal Spontanität ist Fluch und Segen. Ja, ich auf dem Sofa liege und irgendwas anderes gucke, da wie Fußball oder sonst was. Ja, manchmal ach, ist guck halt mal, so, wir machen jetzt gerade was. Ich hatte das war die ersten Gehversuche, ganz kurzfristig hatte ich da mal mit Zeddy Thorsen ja auch mal, den habe ich glaube ich am Montags habe ich ihn angeschrieben, hast du Bock Mittwoch live zu gehen, lass mal was machen. So, das kann teilweise mal sehr kurzfristig, sehr schnell passieren. Ist doch nicht schlimm. Wie gesagt, also wenn es passt und wenn es Spaß macht, ne? Wenn du sagst, dass du auch Bock auf mehr Streaming hast, wenn du es Bescheid geben, dann machen wir da was. Wenn ich frühzeitig informiert werde, wir gucken mal, ne? Ja, das passt schon. Also könnt ihr testen. Ich sag mal so, vorsichtig, wir kommen da September wieder in eine Zeit rein, die für mich schwierig planbar wird. Generell. Es ist aktuell vorgesehen, dass ich dabei bin, wenn mein Zeitplan und die Technik mitspielt. Genau, Technik, wobei da eher die größere Fragezeichen fast an der Technik lag, so ein bisschen vorfällt. Seit dem Austin Scumpy-Interview, zumindest das Interview mit Björn, weiß ich, dass das da ein Problem sein kann, weil da war, glaube ich, meine Tonqualität nicht immer da, beziehungsweise ich war dann auch soundmäßig nicht immer da und habe anfangs auch irgendwann mal das Bild ausgemacht, damit überhaupt was durchkommt von Ton. Weil ich wollte da mein Internet nicht richtig. Und wenn wir dann live gehen über Twitch, dann ist das natürlich ein bisschen schwierig, wenn ich nicht im Bild da richtig, bin. Richtig, das würde ich sagen, als Stream lebt durchaus auch vom Bild und Ton. Wobei du mir auch schon diverse Twitch-Streams von den Romantikern schon mal gezeigt hast. Ja. Ich weiß jetzt nicht da genau, wie die Begrifflichkeit heißt oder wie die Serie heißt. Da lebt ja auch der eine oder andere Twitch-Stream davon, dass der eine oder andere immer wieder rausgeschmissen wurde und wieder reingeschmissen wurde richtig, und dann weg war. Richtig. Also das scheint da zum guten Ton zu gehören. Ja, also, es gibt ein bisschen Technik-Gammel hast du immer, also von daher kein Thema. Genau, vielleicht bringe ich dann den gammeligen Part in die Folge. Wow. Nun, auf jeden Fall könnt ihr euch jetzt quasi in Gammelklamotten euch es gemütlich machen, euch ein bisschen entspannen. Oder in schönen Klamotten. Oder im Pool. Es ist sehr, sehr warm und sehr, sehr heiß. Ach nee, das wollten wir ja nicht mehr erzählen. Ich wollte gerade sagen, würdest du mich verarschen? Würdest du mich rollen? Weißt du, mir wirft er vor, ich hätte zu oft über Temperatur und Hitze gesprochen, fängt ja an loszureden. Ich würde auch nicht andersweise auf den Trichter kommen, wenn es mir nicht in der letzten Folge aufgefallen ist. Ich hab schon gedacht, du gehst mir fremd und machst mir allerdings Wetterberichte. Hallo und herzlich willkommen beim Wetter-Podcast. Ich habe heute mit der Anmoderation schon so ein bisschen versucht, in die seriöse Richtung zu gehen. Ich habe schon einen neuen Namen dafür, das ist ja die Schiedwetter-Allianz. Die Schiedwetter-Allianz. Ist immer scheiße, wenn es regnet, ist scheiße, wenn es zu warm ist, ist scheiße. Ja, es ist immer, aber am besten so als Konzept, und der Wetterbericht grundsätzlich ist kacke, genau. Einfach nur, schon wieder Sonne. Wir sind dann nicht die Wetterfrösche, sondern die Wetternüllpferde. So, kommen wir von den Nüllpferden zu den Wolfen. Völlig ein Irrelefant, mein Freund.
Ich finde, wir könnten der Mlarschau-Audio schon erwähnen, das könnten wir auch so einen nerdigen Wetterbericht hinzufügen. Das könnte lustig sein. Aber da brauche ich Grafiken für, das ist wieder anstrengend zu bauen. Wir gucken mal, genau. Genau, du hast es gerade angeteasert, nicht von Wulfen, sondern von Wölfen. Und Wölfe sind heute unser Hauptthema, denn wir sprechen zur Abwechslung mal, sonst haben wir ja mittlerweile echt immer viele kleinere Bands und etwas medial unbekanntere Bands am Start bei uns oder zum Thema. Was uns übrigens auch schon mehrfach als sehr positiv angekreidet worden ist. Also Grüße gehen raus in alle Richtungen. Als positiv angekreidet. Angekreidet klingt immer automatisch negativ, oder nicht? Deswegen habe ich es ja ausgeglichen. Das ist jetzt eine Nullnummer. Ah. Ja. Du machst das schon. Und von da, was uns da sehr positiv ausgelegt worden ist schon. Und zur Abwechslung sind wir heute mal etwas medial bekannter unterwegs. Denn heute sprechen wir über das Powerwolf-Album Wake Up the Wicked. Ist am letzten Freitag erschienen. 26.07. genau, 11 Songs, 37,08 Minuten Spieldauer. Kurzer Gerätsche, danke, dass du es gerade zusammengerechnet hast. Das habe ich tatsächlich legit vergessen. Ich wollte es noch, aber ich hab's. Es liegt jetzt auch nur daran, das kann ich nämlich auch direkt schon mal sagen. Es gibt eine Deluxe-Version von einem Album, inklusive Live-Scheibe von New York City und der quasi klassischen Orchestralversion von einem Album nochmal, was es bei den letzten Alben auch schon alle gab. Da steht dann natürlich in den Streaming-Plattformen nur die Gesamtspieldauer. Da hätte ich es jetzt nicht nochmal einzeln ausgerechnet, wie lang das Album ist. Dankenswerterweise ist nicht nur die Deluxe-Version auf den Streaming-Plattformen erschienen, sondern die eigentliche Albumversion nur mit den 11 Songs des Albums auch nochmal. Ja. Das ist durchaus angenehm, wenn man nur das Album hören will und nicht, sonst müsste man nach 11 Songs jedes Mal wieder zurückklicken. Also zum Beispiel, wenn du eine Album-Review machst, wäre das Thema. Das stimmt. Deswegen, das fand ich für die Album-Review sehr dankenswert, dass ich dann einfach nur immer das eigentliche Album hören könnte. Es ist das 9. reine Studioalbum, ohne die ganzen Sonderveröffentlichungen und die Live-Platten, die es da zuletzt gab. Da gab es ja diese Interludum-Geschichte vorletztes Jahr. Diverse Live-Scheiben, die auf den Streaming-Diensten veröffentlicht worden sind. Das ist jetzt aber inzwischen das 9. reine Studioalbum, wenn ich mir nicht verzählt habe. Richtig, das bin ich bei. Also ich habe genauso mitgezählt, das ist das 9. Da bin ich bei dir. Was mir auch gerade aufgefallen ist, wobei jetzt bestätigt sich mein Eindruck, den ich in der ganzen Geschichte schon hatte. 37 Minuten Gesamtspielzeit. Ich war nämlich schon zu überlegen, als ich die ganze Platte durchgehört habe. Ich denke, Satan, so die einzelnen Songs sind alle verhältnismäßig kurz. Ohne Scheiß, das ist das. Ich habe vorhin gesagt, ich wollte noch mal irgendwas nachgucken bei Spotify. Genau das habe ich versucht nachzuschauen, ob ich eben auf die Schnelle sehen kann, wie lang die, ob die bei Spotify, wenn du ein Album anklickst, direkt dabei schreiben, dahinter, wie lang der Song ist. Ja. Machen sie leider nicht. Zumindest nicht in meiner Handy-Version, die ich hatte. Am PC machen sie es. Ja, das kann sein. Ich hatte den PC gerade nicht mit. Nee, ist so, also da hole ich es mir immer raus. Und deswegen, das hätte ich nämlich auch gerne nochmal nachgeschaut, weil genau das habe ich nämlich auch schon gedacht, weil viele Songs, ich meine, du hast dankenswerterweise die Minuten dahinter geschrieben, das gleich beim Durchscrollen werden wir sehen, es sind wenig Songs dabei, die überhaupt die 4 Minuten haben. Ja, also es gibt, glaube ich, einen Song. Einer hat 4 Minuten drüber. Alles andere ist im 3 Minuten und tiefer. Ja, bei Vagamob hätte ich jetzt gedacht, der ist auch noch, geht auch noch in Richtung, aber der geht nur in Richtung 4 Minuten. Der ist so knapp drunter. Und zum Beispiel beim letzten Album, weiß ich es nicht, aber bei dem Album davor, Sacrament of Sin war es, glaube ich, da hätte ich gerne mal gewusst, wie da die durchschnittliche Dauer war. Ich habe wo gesehen, das Album hatte auch 11 Songs, hatte 45 Minuten Spielzeit insgesamt, aber da war hinten raus noch gefühlt 5 Minuten Regen, Wind und Sturm. Was bei den Powerwolf-Alben hinten raus immer so ein bisschen der Fall war. Sacrament of Sin, da bist du bei 4. Aber das haben sie hier tatsächlich rausgelassen, ne? Bei den Streaming-Diensten. Fist by Fist, ist nach Fist by Fist wirklich endet. Also da haben sie nicht noch ein bisschen. Also das haben sie, also da bist du bei 4 Minuten, da bist du aber deutlich mehr auch bei 4, 4,5 Minuten unterwegs. Ja, und auch mal knapp unter 4 Minuten, ne? Ja. Also da, wo eine 3 von ist, geht das auch häufig in 4 Minuten. In hohe 3-Bereiche. Das habe ich nämlich tatsächlich auch beim Durchhören des Albums schon gedacht, dass die Songs alle recht kurz sind. Ja, ist so. Ich habe noch, bevor wir jetzt in die einzelnen Songs reingehen, noch mal eine grundsätzliche Frage, ob du das zufällig weißt, weil ich habe mich da jetzt nicht weiter mit auseinandergesetzt oder es recherchiert. Powerwolf bringt ja zumindest in den Earbook-Versionen war es damals immer, jetzt ist es ja dann auch im Streaming schon, ich weiß nicht, seit wie vielen Alben die das machen, aber dass sie immer noch diese Orchestralversion von der Platte rausbringen. Ja. Etwas, was von mir dann in aller Regel 1-2 Mal angehört wird, aber dann wird es auch vernachlässigt. Lassen die das wirklich von einem Orchester einspielen, arbeiten die mit einem richtigen Orchester zusammen oder läuft das irgendwie digital? Weißt du da irgendwas? Nee, das weiß ich nicht. Weil das wäre ja sonst ein Riesenaufwand, das ganze Album nochmal vom richtigen, leibhaftigen Orchester, so wie ich sag mal,
Soldatio Mortis, Prager Stadtorchester, einspielen zu lassen. Mhm. Nur für so einen Bonus-CD, die die allermeisten, glaube ich, nicht so oft in den Player schmeißen werden. Mhm. Das könnte ich, mir zumindest vorstellen, dass die meisten das nicht tun. Das kann ich legit nicht sagen. Also ihr da draußen, wisst ihr ja, keiner weiß so viel wie alle. Ja. Wenn einer von euch da draußen das mal weiß, haut das ruhig mal bei uns in die Bemerkung. Spotify kann man tatsächlich auf die Folge reagieren mittlerweile, also uns dann schreiben als Frage in dem Sinne. Oder tatsächlich auf YouTube ist es jetzt schon ein, zwei Mal vorgekommen, dass da tatsächlich Leute auch einen Kommentar drunter geknallt haben, weil die Podcast-Folge wird auch auf YouTube mit auf unserem Kanal mit rausgeschmissen, draufgepackt. Und da kann man natürlich ganz normal, wie einem YouTube-Video ihr das so kennt, kann man da tatsächlich drunter seinen Senf abgeben. Ergo, oder halt eben kommentieren. Wenn ihr da was wisst, gerne mal draufpacken, würde uns mal brennend interessieren. Ja. Also Falk, wenn du das hier liest, vor allen Dingen hörst, schreib uns. Oder Attila oder die Greyboss. Da, zu deiner Ehrenrettung. Lesen ist mittlerweile auch möglich. Es ist tatsächlich so, dass bei Spotify mittlerweile tatsächlich die Skripte mit drauf gespielt werden. Da zieht sich die Transkripte aus den Folgen raus. Das heißt, du kannst auf Spotify bei manchen Folgen schon vereinzelt bei uns das Gelaberte mitlesen. Okay. Was für den einen oder anderen vielleicht gut ist, aufgrund der Geschwindigkeit. Läuft das automatisch oder ist das mit diesem, wir haben ja jetzt auch in diesen Reels, die wir teilweise veröffentlichen, den Untertitel drunter. Das ist gerade, er ist automatisch. Und der Untertitel, den bearbeitest du dann, glaube ich, noch so ein Stück nach, der in den Reels reinkommt. In die Videos, ja, klar. In die Videos. Genau. Ne? Beziehungsweise wir bearbeiten den natürlich nach. Meistens bist du ja in den Videos zu sehen und du hast ja dann diese, zum Beispiel bei YouTube oder so, hast du ja auch teilweise automatisierte oder auch bei Facebook damals gehabt, automatisierte Untertitel, die dann so ein bisschen mehr oder weniger mehr schlecht als recht manchmal dann das Gesprochene dann wiedergeben. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist dann eher sowas, schätze ich, ne? Das ist sowas, ja. Wobei, ich glaube, bei Spotify, wenn ich mich recht erinnere, ich habe das bis jetzt ein, zwei Mal nur gesehen. Ich bin da tatsächlich mal drauf hingewiesen worden, nach dem Motto, hä, mit Text, okay, krass. Ich meinte, dass das recht akkurat war, ganz okay war. Von daher. Wobei wir dann natürlich wieder bei dem Problem sind. Das ist ja, das habe ich dir nach dem einen Really auch irgendwann mal. Mit dem M? Mit dem M, das ist das eine. Das ist mit Sicherheit da. Aber nach diesem einen Reel habe ich dir ja auch mal gesagt, dass ich Schwierigkeiten hatte, die Wörter zu lesen, weil die so schnell reingeschossen wurden. Das ist aber Gott sei Dank da ein bisschen anders, weil du kannst, das ist aber wirklich als Text auch sichtbar. Das heißt, das Ding ploppt nicht einfach nur auf wie bei einem Video, sondern es ist wirklich so, dass du das quasi auch schon, ähnlich wie ein Songtext teilweise bei Spotify, kannst du das auch mitlesen tatsächlich. Okay. Das geht auch. Songtexte von unseren Es ist irgendwie spannend, Podcast, also ich weiß nicht, also Spotify ist da aktuell etwas wild unterwegs, aber gut, okay, hey, why not? Ja, öfter mal was Neues, ne? Soll hoffentlich nicht zu unserem Schaden sein. So, ja, wir gehen mal rein ins Album. Ja. Wie gesagt, Powerwolf, Wake Up the Wicked, 11 Songs haben wir da am Start, tatsächlich. Ja, wie erwähnt, genau, 37,08 Minuten Spielzeit hatten wir schon, genau. Ich bin sehr gespannt tatsächlich so ein bisschen, wobei ich überfliege jetzt gerade so ein bisschen parallel und ja, wir sind schon wieder ziemlich fast uns einig, sehe ich schon. Sind wir das? Ziemlich. Also, wir starten erstmal rein. Blessing with a Blade. 2 Minuten 47, also Sprinternummer in Ton und in der Dauer tatsächlich vom Song tatsächlich. Los geht's. Erstmal, jetzt kommen wieder so ein paar Steckenpferde bei mir zum Einsatz. Du hast trotzdem im Intro ja noch so ein bisschen so dieses Album-Intro-mäßige, dieses gesprochene, opernhafter Chor. Mhm. So als Beispiel, was du von Powerwolf halt so kennst. Also, wo gesagt, nicht der Oper mit dem Gehstock, sondern operettenhaft. Ja, opernhafter Chor. Hast liebe Spotify Transkription opernhaft. Du musst mit einer KI nicht sprechen, das macht die von alleine. Ich spreche mit allem, was mir auf den Sack geht. Fernbedienung. Salami-Packung, ist klar. So, Freunde, auf jeden Fall, wir gehen rein ins Album. Ohne Scheiß, meine Aufschnittpackung, wenn die... kennst du das auch, Aufschnittpackung aufreißen? Da können wir auch nochmal eine eigene Folge von machen. Kriegst du, liebe Zuhörer, die kriegst du inzwischen nicht an der Stelle unfallfrei aufgerissen, weil die immer in der Mitte dann reißt. Und dann meckere ich auch mit der Salami-Packung. Liebe Zuhörer, ich entschuldige mich an der Stelle mal für diesen hardcore-mäßigen Off-Topic in dieser Folge. Das ist irgendwie schwierig. Aber ja, das Schöne ist, weißt du, wenn mit so einer Packung, du hast vor allem auch, bis die Packung leer ist, hast du ja die ganze Zeit was davon, ne? Ergo, wenn du mit der Packung irgendwann mal fertig bist, kann die Packung die Bibel der Fluchsprüche irgendwie durch. Also, ja. Dann hat die sämtliche Flüche drauf. Genau, Viva Vulgata. Aber das ist, dazu kommen wir später. Nun, Bless Him With A Blade. So, wie gesagt, geht los. Es kommen mir direkt wieder mal zwei Steckenpferde für den einen oder anderen, der es nicht weiß. In Sachen Album-Reviews ist ja erstmal immer ein gepflegter geiler Intro-Song. Ist ja für mich immer so ein wichtiges Ding. Und zweitens, das Thema, der Titelsong, da muss auch was gehen. Der Track gleichzeitig, der Titel. Ja, das Album heißt jetzt aber nicht Bless Him With A Blade. Nein, das kommt aber später. Das wollte ich vorausschicken quasi.
Das sind ja so die zwei Steckenpferde, die ich hier habe bei sowas. Genau. Ne? So, und jetzt war natürlich Thema Intro. Jetzt spanne ich die Brücke mal wieder zurück zum Thema. War hier natürlich direkt erstmal so ein bisschen die Anforderungen, die Erwartungen natürlich schon recht hoch. Powerwolf-Album generell, also die Ansprüche natürlich schon durchaus etwas höher mittlerweile. Mhm. Ich würde sagen, also das mit dem Auftakt ist ja schon mal ganz gut, hat ja schon mal ganz gut geklappt. Also druckgewaltig und flott, sehr eingängiger Refrain, ist so ein bisschen gute alte Kost, hätte ich bald gesagt, in Sachen Powerwolf, oder? Ja, ich habe tatsächlich bei mir auch geschrieben, gewohnte Powerwolf-Kost. Ja. Es ist, ja, ich meine, das ganze Ding ist unter 3 Minuten lang, deswegen, ja. Es ist kurz, es ist aber ja. Auch sehr, sehr flott und ja. Hat einen eingängigen Chorus mit ja. Mitsingpotenzial und das irritiert mich überhaupt null, wie du immer mit deinen Ja's kommst. Ja. Ich finde, es ist ein guter Albumstart, aber kein größeres Highlight ja. von der Platte. Es ist deswegen, wie gesagt, die gewohnte Powerwolf-Kost. Wir können jetzt gerne mal so einen Ja-Counter machen. Das Ding ist, die letzten beiden, das meinte ich jetzt wirklich so, wollte dich eigentlich nicht verarschen. Habe aber selber festgestellt, dass das voll. Das war scheiße klingt. Und musste deswegen anfangen zu lachen. Ich hab selber einen Witz erzählt. Sorry, Leute. Das war gut. Das ist immer gut, wenn du dabei sagst, dass du mich nicht verarschen willst. ich bin bei Blessed with a Blade bei grundsoliden, recht guten 8 von 10. Okay, oh, da war ich sogar einen halben Punkt drüber mit 8,5 von 10. Aber einfach nur, weil mir dann auch beim mehrfachen Hinhören, also mehrfachen Durchhören, mhm. die doch irgendwie immer so ein bisschen eine Idee besser gefallen hat. Mhm. Von daher, so als Intro-Song finde ich den eigentlich schon mal eine, ja, ist eine geile, schon mal ein schöner Startpunkt. Auf alle Fälle. Kann sein, dass bei dem Album das eine oder andere Lied, was eine 8 von 10 Bewertung bekommen hat, vielleicht verbal in der Bewertung etwas schlechter daherkommen zu kommen scheint. Das ist nicht negativ gemeint. Die Mucke ist einfach von Powerwolf ist geil. Mhm. Ist dann aber auch dem geschuldet, dass es da, mir da vielleicht so. Also deswegen, es ist eine 8 von 10, es ist keine 7, es ist keine 6, es ist immer noch eine 8, was eine recht gute Bewertung ist. Es gibt Alben, da ist 8 schon das höchste der Gefühle. Ja. Aber 8 ist dann bei mir auf diesem Album so ein bisschen die Bewertung dafür, wenn es ein guter Song ist. Mir aber so ein bisschen das Herausstechende bei Powerwolf fehlt. Mhm. Wie gesagt, wir reden von einem 9. Studioalbum. Ja. Die ersten sind dann noch so ein bisschen anders. In den ersten 4, 5, 6 Alben hast du vielleicht auch noch immer so eine klangliche Entwicklung, alleine von der Aufnahmequalität her, mitgekriegt. Ja, ja, ja. Wenn die irgendwann beendet ist, dann ist es ist die musikalische Entwicklung vielleicht so ein bisschen interessant. Weil Powerwolf ja vom Klang her auch so ein bisschen was spezieller ist. Und da ist dann ja die Frage, klingt das wie schon mal, wie vieles, was man schon mal kannte? Mhm. Oder hat der Song selber jetzt nochmal einen Mehrwert im Vergleich zu anderen Songs? Ja. Und da ist 8 von 10 für mich die Bewertung, dass der Song geil ist. Ja. Aber jetzt halt, das Rad, Powerwolf-Rad jetzt auch nicht mal in Nuancen neu erfindet, in meinen Augen. Das ist ja, wie gesagt, eine gewohnte Powerwolf-Kost ist ja ganz gut. Ich mache jetzt übrigens was ein kleines Novum ist. Und zwar, ich bin dafür, wir haben ja gerade noch den Werbeblock gemacht vom Noah in Paradise. Ja. Parallel ist gerade in unserer Orga-Gruppe so ein bisschen was los. Ich finde, wir sollten jetzt einfach mal on air einfach mal so ein ganz beknacktes Selfie machen, was ihr nur hört, nicht seht. Klick. Und da knallen wir da jetzt einfach mal so rein und haben ein bisschen Spaß. Aber sorry für den Off-Topic, aber ich fand die Idee gerade witzig. In der Noah-Gruppe ist ein bisschen was los, hat Bombe wieder geschrieben, Konfetti, wie alles der fort. Der hat nach Konfetti gefahren, hat nur geschrieben, ist scheiße im Bier. Ich hab Konfetti in meinem Bier. Hat Eisbrand gerade am 31.8. Zeit. Grüße gehen an Rufen und an die Jungs von Eisbrand an der Stelle. 31.8. Wenn ihr noch nichts vorhabt. 18 Uhr, Hopsten, Biergarten-Stage-Lampe. So nämlich. Genau. Du hattest deine Bewertung so. Von Blessing with the Blade schon 8,5 von 10, rausgehauen, genau. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Wir schippern auf die 7 Weltmeere. Powerwolf Go Santiano, aber jetzt nicht klanglich. Sinners of the Seven Seas war auch Single. Ich glaube, zweite Single. Ich bin jetzt gerade echt am überlegen, wie viele Singles die rausgehauen haben. Nee, dann ist es 3, weil We Don't Wanna Be No Saints ist auch noch am Freitag rausgekommen. Ja, was nach Album kommt, ist für mich irgendwie so ein bisschen irrelevant. Ja, also vor dem Album sind 2, da sind wir uns einig. So ja, dann habe ich auch nichts verpasst. Genau. Sinners of the Seven Seas war die zweite Single von der Platte. Ja. Bei Seven Seas, ich meine, die hatten auch Sainted by the Storm rausgehauen, vor einiger Zeit schon mal. Als erste Standalone-Single und dann auf der Interludium nochmal draufgepackt. Richtig, richtig.
Das hatte ja auch schon so ein Schiff irgendwie auf dem Cover. Ja, gut, dass du ansonsten ist das jetzt so gefühlt irgendwie Aufbruch in neue, thementechnisch in neue Sphären, weil dass sie was mit Wasser zu tun hatten, wusste ich bislang noch nicht, bei Powerwolf. Wenig, aber gut, dass du Sainted by the Storm erwähnt hast, das wird nachher nochmal ein Thema werden tatsächlich. Aber bei dir auch? Bei mir nämlich auch. Ja, ich glaube, da haben wir auch denselben Song, der da ein bisschen Thema wird. Ja, genau. Kommen wir dazu später. Yes. Sinners of the Seven Seas hat mir instant als Single rausgekommen schon sehr geil gefallen. Mhm. Ich finde, das hat eine geile Rhythmik, hat galoppierende Drums im Intro. Baut sich auch schön in den Strophen auf, bevor dann der Refrain kommt. Finde ich schon eher eins der Highlights, das auch nicht so, unter anderem jetzt nicht so gewohnt klingt wie vieles andere, was man da schon, was man auf dieser Platte noch hat. Ich habe gerade mit einem Härchen zu kämpfen. Wenn ich jetzt gerade irgendwie mal versehentlich auf das Mikrofon haue, tut es mir leid. So. Das hat mich instant total irritiert. Da hing so ein Härchen, das wählte immer die ganze Zeit vor mir. Zupf, zupf, zupf. Ja, genau. Ich hoffe, das ging klanglich jetzt trotzdem noch. Genau. Ich finde das Zusammenspiel bei Sinners of the Seven Seas jetzt wieder. Das Zusammenspiel aus der Vocal Melody und dem Rhythmus gefällt mir auch im Chorus sehr gut. Mhm. Du lachst, was hast du? Nee, alles gut. Ich hab so viel Blödsinn gerade im Kopf, deswegen das ist gerade echt nicht feierlich. Wir wollen ja ein bisschen vorankommen. Definiere Blödsinn gerade. Wollen jetzt gerade irritieren mich in dem Satz. Sinners of the Seven Seas gegen Ende hast du noch eine kurze ruhigere Passage, bevor der letzte Chorus startet. Ich finde den Song recht geil. Recht geil ist auch schön. Also ich finde, es ist eine geile Nummer. Hebt sich auch so ein bisschen ab von dem, was bisher gewohnt war. Mhm. Kann man auch live schön in die Setlist einbauen. Schätze ich mal. Hat dann auch nochmal so einen Wiedererkennungswert. Deswegen von mir 9 von 10. Okay, ja, da bin ich jetzt den halben Punkt runter, den ich vorhin drüber gegeben habe. Aber interessant, dass du die ersten Mal Songs direkt gleich bewertest. Ja, also ich muss sagen, Sin of the Seven Seas war als Single, war schon ganz gut, reihte sich auch gut ein. War so kurz, knackig insgesamt. Also du hast das Wesentliche eigentlich gesagt. Und deswegen 8,5 von 10. Hat mich jetzt scheinbar nicht ganz so gekillt, wie es bei dir der Fall war. Aber das muss ja auch nicht. Von daher, du, wie gesagt, da habe ich gar nicht so viel mehr hinzuzufügen an der Stelle. Der nächste Song ist durchaus da ein wenig interessanter. Ich habe mir natürlich auch die Mühe gemacht, so bestmöglich da was rauszufinden. Und zwar haben Powerwolf im Vorfeld viel früher. Der nächste Song heißt? Oder wolltest du das noch erzählen? Ich wollte noch erzählen. Okay, gut, dann red weiter. Powerwolf haben auf ihren Social Media Accounts zu jedem Song immer so ein bisschen Input gegeben, worum es da so ein bisschen gehen könnte und so ein bisschen thematisch. Okay. Deswegen habe ich da tatsächlich ein bisschen Recherchearbeit gemacht. Kiri Klitorem, 3:03 lang, ist thematisch der Counterpart zu Resurrection by Erection und Coleo Sanctus, laut der Band. Okay. Also die ganzen Social Media Veröffentlichungen, was die Band was dazu gesagt hat zu den Songs, ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, muss ich sagen. Ich habe allerdings auch bei mir geschrieben. Blanker Zufall, dass ich das gesehen hatte. Ich habe bei mir aber auch haben mir auch aufgeschrieben zu dem Song, das ist irgendwie unser täglich Resurrection by Erection gibt uns heute. Genau. Weil irgendwie haben die jetzt auch Songs, die sowas im Titel haben. Mhm. Solche sexuellen Begrifflichkeiten, keine Ahnung. Zweideutigkeiten, sagen wir es mal so, genau. Haben die jetzt auch schon nahezu auf, hat gute Tradition, um es jetzt mal positiv auszudrücken. Das gehört zum guten Ton bei Powerwolf, auf alle Fälle, so. Genau, der ein oder andere könnte sich jetzt an diesen Titeln satt gehört haben, also nicht musikalisch, sondern, oder satt gelesen haben. Bei thematisch. Thematisch, genau. Okay. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Solange der Wortwitz da drin geil ist, ist doch gut. Ja, nein, ich meine, der Song hat mir aber sehr gut gefallen, deswegen nicht. Aber es ist halt immer wieder, auf jedem Album hast du irgendwie so einen Titel, der so. Sagen wir mal so: das Thematische, was wir jetzt gerade erklärt haben, okay, der Rest ist Stoff für die eigene Fantasie an der Stelle, wenn man dazu hört. Ansonsten, der Song selber ist ja eigentlich wieder auch eine ganz schön druckvolle, schnelle Nummer, ne? Ja, ist so. Also, diesen am Anfang, das Einzige, was ich ein bisschen, ich weiß ja, ungewohnt fand, aber so ein bisschen kurz überraschend, war wieder dieser leichte Synth-Touch, den er am Anfang drin, so ein Synthesizer-Gedütsel. Ja, vor allem, du hast auch wieder Kirchenglocken zu Beginn, das ist nicht komplett Resurrection-fern. Richtig. Vom Aufbau her auch. Von einigen Elementen, die du drin hast. Er klingt jetzt komplett anders als Resurrection, wie ich finde. Ja, auf jeden Fall. Aber er hat halt schon so Punkte, die da eingebaut worden sind, die vergleichbar sind zum Aufbau von Resurrection. Bist du ein bisschen erinnert dran, auf jeden Fall. Ja. Das ist so. Ich finde aber grundsätzlich auch, der Song macht wohl echt wohl Spaß, ist auch
Im Chorus nicht ganz so schnell, aber dafür schön episch und die haben so einen Gesang im Off gehabt, so ein bisschen, der so ein bisschen hintergründig, also nicht voll, also ich wollte, ein Echo wäre falsch, aber so hintergründig so irgendwie. So, mal, so ein Hall, ne? So ein Hall, ja. Irgendwie sowas, ganz komischer Effekt. Ja. Das habe ich teilweise noch festgestellt. Ja, macht das, aber ansonsten. Das wertet den Song auch vielleicht schon wieder so ein bisschen auf. Es ist noch kein absolutes Highlight von der Platte, aber gehört schon. Wiedererkennungswert so. Ja, das ist vor allen Dingen auch schon für mich einer der besseren Songs auf der Platte. Ja, ist aber auch am Ende so ein bisschen auch wieder gewohntere Kost tatsächlich, ne? Finde ich zumindest. Also ich bin wie gewohnt unterwegs. Das ist irgendwo so ein bisschen dazwischen. Deswegen habe ich auch da eine Abstufung gemacht und hab den auch tatsächlich bewertungstechnisch zwischen Blessing with the Blade und Sinners of the Seven Seas angesiedelt mit 8,5. Okay. Ja, war ich echt am Überlegen, aber ich wollte eigentlich ungern, ich hatte glaube ich wirklich erst 8 bis 9 da stehen und wollte mich dann entscheiden, wo ich das hindrücke. Wollte eigentlich ein bisschen weg von diesen 0,5 Bewertungen, aber habe ich mich an dieser Stelle dazu durchgerungen. Jetzt muss ich natürlich gleich mal eben runterscrollen, weil ich sehe nämlich tatsächlich keine weiteren Bewertungen von mir, ob ich das vielleicht nachher doch nochmal ein bisschen inflationär verwendet habe. In dem Moment, als ich beim Hören hier beim Song 3 war, wollte ich eigentlich mit dieser 0,5 Bewertung davon ein bisschen weg. Hat genau 3 Songs gehalten. Ich habe mich an dieser Stelle einmal dazu durchgerungen. Bis hierhin. Spoiler das doch nicht jetzt, so langweilig. Song 9 hast du mir verkackt. Song 10 steht auch noch eine halbe. Ja, komm. Ja, Song 10 kann aber nochmal in eine ganz andere Richtung gehen. So. Wir haben das als legitimes Bewertungswerkzeug mit reingenommen. Ja, Komm, ich hatte irgendwann schon mal das Thema lass uns doch mal hier mit 8,25 machen. Da hast du mir ja ein P vorgeschoben, weil das mit Bruchrechnen. Da hab ich auch wirklich, dass jetzt hakt. Ja, Bruchrechnen ist ja auch so eine Sache, ne? Ich meine, dann können wir wirklich mit Prozenten anfangen von 0 bis 100. Nein. Hey, das wäre eine Idee. Nein. Da sind zu viele Auswahlmöglichkeiten, die ich dann habe. Da muss ich noch länger überlegen, was gebe ich da jetzt. Achso, meinst du von 0 bis 10? Und wahrscheinlich auch dann würde ich noch mit Nachkommastellen anfangen. Das ist eine ganz klare 98,6%. Wow. Nun, nein, also ich bin da bei 8 von 10 bei der Nummer. Von daher sind wir uns da eigentlich ziemlich in ähnlichen Sphären unterwegs. Und bin ich wieder mal, ich will nicht sagen, nicht überrascht, aber begeistert ist auch irgendwie falsch, aber doch irgendwie kommt das wohin. Ja. Song Nummer 4, Heretic Hunters, 3,5 Minuten knapp lang. Laut Band kommt die Story aus dem Mittelalter, mehr habe ich dazu auch nicht gefunden. Ist ja okay, dürftig, aber nun, ich nehme das einfach mal so hin. Es ist klanglich, jetzt nicht ganz so eine Vollgasnummer. Du hast immer mal wieder so kurze Tempowechsel. Der Refrain ist wieder recht eingängig, finde ich. Sogar die Band sagte von vornherein schon, dass das wohl eine ziemliche Live-Nummer werden könnte, so von dem ganzen Thema. Das hat die Band auf ihrem Socials schon so ein bisschen verlautbaren lassen. Das Live-Nummer? Ich meine, letztendlich, nimm mir einen Song von der Platte, der definitiv keine Live-Nummer ist. Also das, da ist viel Potenzial, also viel Live-Potenzial drin auf alle Fälle. Ist ja alles, was Powerwolf macht, hat irgendwo Live-Potenzial. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Heretic Hunters finde ich jetzt nicht so, also das muss ich sagen, da habe ich jetzt die erste Abstufung drin. So, ich war die ganze so bei 8 und mehr unterwegs, jetzt bin ich bei 7,5 von 10 tatsächlich. Auch das ist so irgendwo ein Stück weit, ja, gewohnte Kost, aber so, es ist okay, aber das ist jetzt, irgendwie kickt mich das jetzt nicht so hundertprozentig vom Herr Hocker. Das ist okay, das ist ein besseres okay, sozusagen. Ja, genau, ich habe ja auch bei die eine oder andere Stelle, wo ich dann gesagt habe, hat mir auf dieser Platte auch schon mal besser gefallen. Gibt allerdings auch Sachen, die mir da recht, recht gut gefallen. Also insgesamt braucht der Song erstmal 20 Sekunden, um in die Gänge zu kommen. Also wenn der Song ist jetzt, ich glaube sogar der längste bis hierhin von der Platte, wenn ich das richtig habe. Müsste, ja. Sinners of the Seven Seas war auch irgendwie nur gute 3 Minuten, ne? Ja. Wenn man dann bedenkt, dass die ersten 20 Sekunden so ein bisschen vorgeplänkelt sind, dann sind wir auch wieder da, wo die anderen Songs auch von der Länge her sind. Ja. Was mir recht gut gefallen hat, ist der Rhythmus so ein düsteres Gitarrensolo nach ca. 2/3 vom Song. Was mir bei anderen Songs schon besser gefallen hat, er hat auch wieder so einen etwas epischeren Chorus-Gesang. Aber der geht bei diesem Song nicht so richtig so richtig an mich. Das fand ich bei anderen Songs hier auf der Platte schon geiler. Hat insgesamt auch noch einen recht langen Instrumentalteil. Ich bin bewertungstechnisch da aber auch eher bei 8 von 10, wie es bei Blessing with the Blade auch war. Okay. So, wie geht's? Könnte man auch wieder als gewohnte Powerwolf-Kost beschreiben. Das ist so. Die nächste Songnummer. Die nächste Songnummer ist 1589. Und ist sehr lang. Ist 4 Minuten. Also für diese Platte. Genau, also die wichtigen Zahlen sind hier 5. 1589, 404. Genau. Error not found. Und ich überlege gerade, dass die Spieldauer bei dem nächsten Song, den du aufgeschrieben hast, vielleicht falsch kopiert worden ist.
Das ist möglich. Aber sehe ich gerade, aber egal. Beweise ich nicht. Genau. Lange Rede, gar keinen Sinn. 1589, was ist da los? Und zwar, das war die erste Single, by the way. Die erste Single-Veröffentlichung. Genau. Erzählt die Geschichte von Peter Stump, dem sogenannten Werwolf von Bedburg. Bedburg ist bei Kleve, hier da irgendwo Niederrhein, da hinten in der Gegend, tatsächlich. Und den haben sie am 28. Oktober desselben genannten Jahres, 1589, schuldig gesprochen für 16 Morde und andere grausame Dinge, die man, die er angeblich jemandem angetan haben soll im 16. Jahrhundert. Das war das der bekannteste Werwolf-Prozess aus der Zeit und wurde dann später auch hingerichtet in einer ziemlich heftigen. Also ich habe mir die Story, ich habe mir die, die eigentliche Geschichte dahinter wirklich mal durchgelesen. Wikipedia gibt es einen fetten Eintrag. Wenn ihr, wer möchte, kann das tun. Vorsicht, es ist echt nicht angenehm zu lesen, was da abgegangen ist. Das war schon echt krass. Also wenn du das irgendwo verfilmen würdest, dann ist das ein Splatter vom Feinsten. Ja? Ja. Okay. Ganz schlimm, ganz wild. Also ganz lief aber auch echt nicht gut bei ihm. Er ist in einem Werwolf-Prozess zum Tode verurteilt worden. Ja. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das Geständnis ist unter Folter rausgequetscht worden. Also von daher passt schon. Im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich. Nee, nicht ganz, aber ja, teilweise schon. Okay. Wie gesagt, also wer da wirklich mal genaueres lesen möchte, Peter Stump, die Geschichte, da gibt es wirklich tatsächlich viel Material zum mal zu reinlesen. Es ist irgendwo auf eine groteske Art spannend, interessant, aber irgendwie auch so ein bisschen verstörend, muss ich ehrlich sagen. Fand ich ein bisschen. Es ist, ich meine, okay, wir reden vom Mittelalter, wo spätes Mittelalter, 1589, dass es Werwolf-Prozesse wirklich gab. Ja. Ich meine, es gab Hexenverbrennung. Ja, das ist einfach durchgespielt, dann ist es noch ein bisschen anders wild. Ja, ja. Also ja, die Story, ja. Die Story, wie gesagt, ist recht heftig. Es ist auch klanglich tatsächlich passend, das hat die Band auch gesagt. Es eine etwas düster anmutende Nummer auch einfach. Das passt auch wirklich gut zusammen. Es ist keine Knallgasnummer. Es ist tatsächlich auch die längste Nummer auf der ganzen Platte. Als Veröffentlichung, als Single-Veröffentlichung sagte mir das Ganze schon echt zu, denn der Song hat mir sehr gut gefallen. Ja. 9 von 10 bin ich da in der Bewertung. Und die Story, die ganze Geschichte, der Hintergrund, der da ist, ist halt krass, aber doch irgendwie, die Story ist halt schon echt interessant tatsächlich. Ja. Da haben sie mich so ein bisschen gehuckt, muss ich sagen. Ja, also die Story hatte ich mir jetzt nicht drauf geschafft, finde ich auch tatsächlich interessant. Wie gesagt, ich bin immer noch so ein bisschen erschrocken, dass Leute wegen Werwolferei zum Tode verurteilt worden sind in Deutschland, aber gut, damals im Mittelalter hatten sie auch nichts anderes, wo sie sich mit ablenken konnten. Ne? Gut, ich bin ganz froh, dass ich in der Zeit nicht mehr lebe, dass mir so ein Schicksal wahrscheinlich nicht droht. Aber man weiß ja nie, wie sich die Menschheit neu entwickeln wird in den nächsten 10 Jahren. Der Song, das ist auch mehr so ein rhythmischer Stampfer als so eine Vollgas-melodiöse Nummer. Hat ein sehr langsames Intro, auch mit Klavier. Da hast du wieder ein bisschen Wind, Regen und Wölfe. Logischerweise macht der Sinn bei dem Dingens. Es ist bis hierhin, oder auch insgesamt, der langsamste und düsterste Song der Platte. Gegen Ende vom Vers kommt schon ein bisschen mehr Druck und dann hast du einen relativ öffnenden Chorus mit diesen 1584 Chants. Ja. Das kann, was auch live recht geil kommen kann. 1589, falsches Jahr. 1589, natürlich. Aber vielleicht ist der Prozess ja schon 4 Jahre oder 5 Jahre vorher angefangen. Waren die ein bisschen schneller, das ist nicht so wie heute. Das dauert nicht so lange. Der gute Peter Stump. Hat jetzt nicht die Möglichkeit, noch vom obersten Bundesgerichtshof zu ziehen und Revision einzulegen? In Teilen vielleicht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wahrscheinlich wirklich in Teilen. In definitiv wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Wie gesagt, lest euch die Geschichte durch. Naja. Triggerwarnung. So, insgesamt ist 1589 ein sehr kraftvoller Song. Hat auch geile Drumgrooves dabei. Das übliche geile Powerwolf-Gitarren-Solo ist auch wieder am Start. Gegen Ende des Songs wird einiges an Intensität rausgenommen und klanglich eher ein epischeres Hardrock-Gitarren-Solo gespielt, was ich so bei Powerwolf eher seltener gehört habe. Vielleicht deswegen wieder was Besonderes, deswegen ist sie auch prompt in der Bewertung etwas höher unterwegs. Genau. Also das hat mir wieder bei mir nämlich auch 9 von 10. Hattest du auch schon von 10, ne? Auch ja. 9 von 10. Ja. So, das ist so direkt wieder das. Dadurch, dass wir halt jetzt, wie du hast es eingangs schon gesagt, eben 9. Studioalbum und wir sind jetzt nun mal wirklich tatsächlich Powerwolf-Hörer, die schon sehr lange mit dem Thema sind, eigentlich ziemlich seit Beginn mehr oder minder. Ergo kennen wir die ganzen Setlists, die ganzen Diskografie, bla bla bla, kennen wir alles wohl. Und von daher, da fällt es dann schon echt auf, sobald irgendwie doch nur irgendwo was anderes ausprobiert worden ist. Genauso wie sind die es am Anfang bei der Nummer davor. Es fällt einem sofort also auf, okay, warte mal, hier ist was anders. Moment mal. Und ja, vor allem, weil Powerwolf ja auch nie wirklich dadurch aufgefallen ist, dass sie große Schritte gehen in musikalischen Veränderungen, sondern dass eher so in kleineren Nuancen machen. Und
Das kann auf der einen Seite manchmal Fluch sein, weil sich dann halt vieles dann ähnlich anhört. Ja, so ist es. AC/DC-Syndrom habe ich es für mein Fazit schon mal genannt. Andere Musikrichtung, aber ist ja auch irgendwo, ne? AC/DC hat einen eigenen Sound, Motorhead hat einen eigenen Sound, Volbeat hat auch irgendwo einen eigenen Sound. Wobei die noch ein bisschen, bisschen extremer, wobei Volbeat noch so ein bisschen extremer mal Sachen ausprobiert hat oder sich musikalisch so ein bisschen klanglich anders entwickelt hat auf einem der vorangegangenen Alben, als das Powerwolf tut. Aber da hast du dann halt bei Powerwolf auch vieles, was dann irgendwo, wo du meinst, du hast das schon mal gehört. Oder zumindest in ähnlicher Form schon mal gehört. Oder. Ja. Ich meine, gleich habe ich nochmal einen Punkt, den. Da habe ich sehr, sehr starke Vibes zu einem anderen Song, der noch gar nicht so alt ist, von Powerwolf. Ich auch. Gut, dass wir das beide gehört haben. Da sind wir aber noch nicht. Wir sind jetzt erstmal bei Viva Vulgata. Ja, alles klar. Viva Vulgata. Die Band hatte tatsächlich auf Facebook da so ein bisschen was gepostet, nach dem Motto, es kann sein, dass ihr dem Wort Vulgata schon mal über den Weg gelaufen seid. Es beschreibt die erste lateinische Übersetzung der Bibel. Und ist größtenteils Werk des Hieronymus oder bekannt als Saint Jerome. Ich bin da jetzt in dem Thema nicht ganz drin, das war das so, ich habe das so echt, 1:1 Bibel, Bibel ist nicht kein Kompetenz. Wenig. Bisschen. Aber Bible of the Beast, okay, sehe ich ein, ist Power-Album, aber ansonsten. Ja, aber das hat, glaube ich, nichts mit der eigentlichen Bibel zu tun. Ja, da bin ich so ein bisschen. Oder wenig. Bin ich so ein bisschen raus. Jedenfalls, Viva Vulgata ist an sich erstmal etwas dampfiger als 1589. Auch wieder recht eingängig, finde ich. Da die Strophen kommen wieder etwas melodiöser daher. Die haben mir tatsächlich auch irgendwie ein bisschen besser gefallen, logischerweise. Oder nicht logischerweise, aber tatsächlicherweise. So bei Minute 1,50, dann geht die Kapelle dann mal so in diesen Knallgas-Modus so ein bisschen. Das hat mir dann sehr viel Spaß gemacht. Der Part war sehr geil und dann wieder so ein bisschen wie vorher. So dann man könnte jetzt böse sagen, in so alte Muster wieder zurückgefallen auf dem Song. Alte Muster finde ich gut, weil du hast nämlich auch wieder ein Ave Maria, was in einem Song skandiert wird. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen. Ich habe geschrieben, Ave Maria ist auch wieder am Start. Weil das hast du nämlich Ave Maria schon in diversen Songs zum Besten gegeben worden. Bei Powerwolf ist da durchaus ein Ding. Genau. Hashtag genau. Ave Maria, ja. Hashtag Ave Maria, genau. Ansonsten hast du bei dem Song, ich hab's genannt, so ein Abgeh-Wechselgesang Powerwolf Chorus. Also auch wieder typisch Powerwolf, aber ne, du kannst ganz geil abgehen. Ich liebe da diese Definitionen, diese Songdefinitionen teilweise. Diese wenn ich nicht ein Wort habe, dann reihe ich einfach 28 Wörter aneinander, bis ich das habe, was ich mir haben, also was ich haben will. Also dein Wort des Jahres heißt Bindestrich. Ich sehe das schon. Das ist wahrscheinlich das meistgenutzte Zeichen in meinen Mitschriften, so ein Bindestrich. Lul. Ist ja Gold. Ansonsten, ja, du hast meistens schon gesagt, ist flotter Song, geht gut ab und ist schon recht geil. Ne? Ivan, hast du über Powerwolf-Songs aber dann auch schon alles gesagt und du willst sie ja nicht ständig wiederholen? Tatsächlich. Deswegen, ich finde den Song geil, ich bin bei 9 von 10. Okay, also da, also in der Bewertung, so nach den Sternen greife ich da nicht. Ich bin trotzdem nur bei 7,5 von 10 tatsächlich. Na, wieso das denn? Ich weiß es nicht. Irgendwie, ich sag ja, dieser Knallgas-Modus, den fand ich geil und dann war aber, weiß ich nicht, irgendwie. Hat mich nicht gepackt, vielleicht braucht er auch nochmal einen Durchlauf oder zwei, aber irgendwie hat mich das noch nicht so richtig gekitzelt. Ich weiß es nicht. Okay. Dann bin ich jetzt aber wieder überrascht, weil ich schon die Bewertung gelinst habe von dem nächsten Song. Was du aber gerade ganz gut gesagt hast, und das ist ein Problem, das hatte ich in der Review, / in der Vorbereitung im Skriptschreiben, echt extrem. Und zwar dieses Thema, wir reden nochmal, ne, wir reden über das 9. Studioalbum. Ja. Bis hierher ist das eigentlich auch eine ganz coole Kiste, bis dato. Vor allem ist es, Song, ist ne? es. Also Album hat beim Hören, insbesondere beim ersten Mal hören, sehr, sehr viel Spaß bei mir gemacht. Genau, bin ich so grundsätzlich bei dir. So, das Ding ist genau das, aber irgendwann hast du über Power wirklich alles gesagt. Also ich sehe uns mittlerweile, wenn es dann nochmal über ein Album geht, sehe ich uns nur in so einer Kurzreview, weil ich sag mal, du kannst einmal zum Song ausführlich was erzählen und dann kannst du 9 Songs sagen, siehe vorher. Ja. So ein bisschen im großen Ganzen. In Details hast du immer ein paar Feintunings. Da sind wir jetzt aber auch bei der Gretchenfrage. Wenn sie jetzt mal wirklich mal das Rad neu erfinden würden in einem Song, dann ist vor allem die Frage, ob ich das dann geil finde, ob ich sage, nee, komm, das geht auch nicht so an mich, ne? Das ist es, das ist es. Und die Fans, die ganzen Hardcore-Fans, die auch schon seit Anfang dabei sind, tatsächlich, wie wir es ja auch teilweise sind, die werden auch dann wahrscheinlich auch Jehova schreien. Entweder es ist dieser Wechsel oder irgendein, was probiert wurde, ist total geil, oder ist es der letzte Rotz? Es ist ein zweischneidiges Schwert da an der Stelle tatsächlich. Wie gesagt, es kann in die eine Richtung gehen, es kann sein, dass alle sagen, boah geil, endlich mal wieder was Frisches von Powerwolf. Es kann auch sein, dass alle sagen, boah nee, das ist ja gar nicht mehr Powerwolf. Ne? Also das ist, oder was heißt das, dass alle sagen, dass man das selber auch so empfindet. Wo wir wieder bei dem Thema sind, was wir schon oft genug auch betont und auch unterstrichen haben, verbal,
dass wir jetzt hier auch mit zwei Nasen sitzen, die eben sich über das Album unterhalten, ja. ihr da quasi dran teilhabt, natürlich. Aber am Ende des Tages sind es zwei subjektive Meinungen, wenn ich. Das, die Songs, ich sag mal, jetzt, das war jetzt zum Beispiel so ein gutes Beispiel, Viva Vogata. Du findest ihn eigentlich ziemlich turbo mit 9 von 10. Ich finde ihn jetzt okay mit 7,5. So, ne, andersrum, die nächsten Songs sehe ich schon, könnte auch ein bisschen anders aussehen. So, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, meine wir ziehen uns ja auch manchmal so ein bisschen auf, aber es ist im Endeffekt. Und nochmal, wir reden, egal worüber wir jetzt meckern, wir reden über geile Songs. Meckern auf hohem Niveau. Ja, grundsätzlich, ne, Logo. Das ist so. Ne? So, dann kommt der nächste Song und jetzt kommen wir wieder zu dem zweiten Steckenpferd von meiner Seite. Das Thema Songtitel, beziehungsweise ja, Titeltrack-Song sozusagen. Wake Up the Wicked, so heißt das Album, so heißt der nächste Song, über den wir hier sprechen. Genau. Und der Song ist 3,5 Minuten lang, beziehungsweise 3,39. Genau. Soll ich mal, du hast jetzt gerade keine Hintergründe, soll ich da mal mit dem Song anfangen, weil ich bin da nämlich auch relativ schnell mit durch. Ja, mach mal. Und du hast nämlich ein bisschen mehr. Dann, also ich hab auch wieder Bindestriche verwendet, ich habe wieder Wörter aneinander gereiht. Der Song hat einen schön bedrohlich kraftvollen Start und dann hast du so einen Double Bass Durchstart. Also es ist ein schönes Double Bass Gewitter. Ja. Also ich hab geschrieben, es ist der Double Bass Song von Powerwolf. Quasi den ganzen Song durch. Ja. Das hast du auch immer mal wieder dabei. Mhm. Du hast ein wiederholendes Wake Up in den Chorusen. Ansonsten ist es halt ein Powerwolf-Song, 8 von 10. Punkt, ja, genau. Ja, wie gesagt, Titeltrack und die Frage, was geht hier? Das war so der erste Gedanke, den ich hatte. Jo, kurzes Intro und dann geht's mal rund. Geilo. Also das Tempo gepflegt auf Überholspur, muss ich ganz klar sagen. Mir gefällt es richtig gut. Casala Express, bitte einsteigen. Ich mach Bindestrich, du machst ganze Sätze, aber du hast auch so deine Catchphrases ja, ist aneinander gereiht, ne? Casala Express, bitte einsteigen, Türen schließen, selbstständig. Ich fühle Hände und Füße nicht aus dem Auto strecken. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie bei dem Song von Sabaton Metal Crew, wo die Bandnamen aneinander gereiht haben. Und die haben es ja auch noch mit dem Song gemacht, ich komme gerade auf den Titel nicht, wo sie Textzeilen aneinander gereiht haben. Ja, ich weiß auch. Auch irgendwas mit Metal im Titel, glaube ich. So fühle ich mich jetzt gerade bei der Bewertung, bei deiner Zusammenfassung von dem Song. Aber mach ruhig weiter. Da muss ich sagen, bei dem Song habe ich die Sacrament of Sin Vibes extrem gehabt, tatsächlich. Das war ich ein bisschen daran erinnert, weil das Ding auch so im Feuerwerk losgeht. Mhm. Da muss ich sagen, habe ich die Nummer, da habe ich richtig Bock gehabt. Also das Ding, das ist eine richtig schöne, feine Knallgas-Nummer, wie du schon sagtest, Double Bass vom Feinsten. Da werden sämtliche Steckenpferde bedient an der Nummer, tatsächlich. Also Knallgas geht ab und Ranbatz und ohne Ende. 9,5 von 10. Das ist für mich auch so ziemlich Top of the Pops hier in der Echt? Platte, ja. Ja, bei mir ist es irgendwie ein Powerwolf-Song von mehreren auf der Platte. Ne? Also mir hat der hat mich besonders gekickt. Das war cool. So, und nach dem Desaster vom D'Artagnan-Album, mein persönlichen Podcast-Desaster. Dein persönliches Podcast-Waterloo. Mein persönliches Podcast-Waterloo, wo mir zwei gleiche Songs mit einer Sprache nicht aufgefallen sind. Das war so Gold. Ganz ehrlich, das war so. Ich habe mir diese Passage tatsächlich nochmal hinterher angehört. Und dein völlig deine perplexen Reaktionen drauf. Ich bin gestorben vor Lachen. Also. Ich glaube, die Leute haben das auch mit sich ja ganz witzig finden können. Ich habe mir das. Ich habe mich selber hinterfragt. Ich habe mein ganzes Schaffen bei der Musiklerallianz hinterfragt. Nee, und ich hab selber überlegt, wie konnte mir das passieren? Und ich bin dann nachher zu der Erkenntnis gekommen, dass ich meine, vorneweg, ich habe bei meiner Mitschrift das Album einmal von vorne bis hinten durchgehört, inklusive den Bonussongs, also den Coverversionen. Und ich habe es danach nochmal von vorne bis hinten mindestens einmal komplett durchgehört. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, das zu erkennen. Ich habe allerdings, ich sage ja, ich meiste Zeit höre ich Musik, wenn ich zur Arbeit fahre oder von der Arbeit nach Hause. Und ich fahre eine Dreiviertelstunde. Das Album ist eine Dreiviertelstunde lang. Die Bonus, ach, du hast die den Bonus-Songs, Break dazwischen gehabt. Ich habe den Break dazwischen gehabt. Ach so. Weil die deutschsprachigen Versionen, doch, das sind die deutschsprachigen Versionen, die sind auf der Platte drauf. Richtig, die englisch- bzw. französischsprachigen Versionen sind jeweils auf der Bonuslist drauf. Und die sind außerhalb der ersten 45 Minuten. Ist das aber auch der letzte Strohhalm, den du dich klammerst? Ne? Ich habe echt gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich das Album 10-mal gehört habe. Und mir fällt nicht auf, dass ich da zwei gleiche Songs sind. Ich habe es aber, wie gesagt, auch 2-mal komplett durchgehört. Da hätte es mir auffallen können. Warum das nicht ist, keine Ahnung. Ne?
Warum gehe ich ohne Hausschlüssel aus dem Haus? Ist mir heute auch passiert. Also, es sorgte auf jeden Fall für allgemeine Erheiterung. Die Wege des Herrn Sven sind manchmal unergründlich. Die geistigen Wege. Ich sag ja, das ist also zumindest, und wenn die Leute ein bisschen unterhalten sind, ist alles gut. Ja. Kann nichts passieren. Solange keine. Genau. Tut doch keinem weh, ist genau. Auf jeden Fall sehr kurz. Hier ist mir aber noch ein paar Mal hören aufgefallen. Moment, Drone of Arc, der Song, das ist nämlich der 8. Song auf der Platte. 3:20 lang. 3:20 lang, jetzt kommt der Statistiker wieder raus. Den habe ich, meine ich, nämlich irgendwo schon mal gehört. Ich meine, okay, grundsätzlich kann man sagen, das ist fast schon der Titel des Albums, das habe ich irgendwo schon mal gehört, aber da war ich ganz fest bei einem Song und dann habe ich echt überlegt, was für ein Song ist es noch? Ich wusste, es ist ein Powerwolf-Song, es war mir sofort klar. Ja, und es ist tatsächlich. Ich glaube, das war sogar die letzte Single. Also die haben dann Powerwolf hat ja zwischendurch dann immer noch mal so ein paar Coverversionen rausgehauen. Du hast den Song schon gehört vorhin. Ja, ich weiß es, weil mir ist das aufgefallen. Das will ich jetzt selber sagen. Entschuldigung. Schade, dass wir jetzt heute nicht am Stream sind, Freunde. Das war ein Bild für die Götter. Halt die Klappe, ich will selber sagen. Die Gesichtscreme. Habe ich es überhaupt aufgeschrieben? Ich hoffe, doch hast du. Da, genau. Ist auch gut, dass ich in deinen Mitschrift Bescheid weiß. Es ist auch so, tatsächlich die letzte Single, das wollte ich nämlich gesagt haben, eines eigenen Powerwolf-Songs, der jetzt nicht gecovert worden ist, bevor die erste Single von der Scheibe rauskam, glaube ich, weiß nicht, ob da dazwischen noch ein Song war, ist auf jeden Fall noch nicht ganz so alt. Joan of Arc hat von der Rhythmik und ein Stück weit auch von der Melodie erinnert mich sehr, sehr stark an Sainted by the Storm, wobei die Tonhöhe hinten raus bei Joan of Arc noch eine ganze Ecke höher ist. Ja. Aber ne? Der Start. Und also zumindest im Chorus ist es sehr, sehr ähnlich. Und aber hinten raus dann auch die Textzeile, der Ton so ein bisschen länger gezogen ist. Das ist bei Sainted of the Storm ist es da schneller mal zu Ende, ist es etwas abgehackter. Aber man hat da schon recht starke Sainted by the Storm Vibes. Gewaltig. Also da bin ich voll bei dir, ist mir auch sofort aufgefallen. Ich bin beruhigt, dass uns das beiden wirklich, also wirklich, ich habe das gehört, ich habe direkt gedacht, oh, fuck, okay, warte. Warte, das war das. Ich hab dann, glaube ich, 10 oder 15 Sekunden laufen lassen, hab dann nochmal neu gestartet. Mhm. Ich denke, fuck, das will ich jetzt sofort wissen. Also Sainted by the Storm hatte ich ziemlich schnell raus. Vor allem vom Aufbau her auch, Sainted by the Storm geht ja mit dem Chorus los und Joan of Arc geht ja auch mit dem Chorus los. Ja. Ne? Und das war schon echt krass. Das ist auch schon recht ähnlich. Nichtsdestotrotz gefällt mir der Song aber richtig gut. Okay. Joan of Arc ist ja Johanna von Orléans, glaube ich, ne? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Die Geschichte wird da komplett einfach in dem Song verwurstet und erzählt von ihr. Es gibt, glaube ich, mehrere Namen. Jeanne d'Arc habe ich irgendwo auch mal gehört. Johanna von Orleans ist auch, glaube ich, ein Film mit Mila Jovovich über die besagte Person. Stimmt. Ich habe es aber tatsächlich nicht weiter recherchiert. Ich bin jetzt einfach auch mal davon ausgegangen, dass das so ist, wie es ist. Mhm. Mut zur Lücke, habe ich mir gedacht. Also ich fand Sainted by the Storm auch geil. Ich finde jetzt mal, Sainted by the Storm ist von der Rhythmik her aber auch schon irgendwas, was Powerwolf noch nicht so oft getrieben hat. Deswegen finde ich es hier nicht so schlimm. Auch wenn es natürlich schon etwas eklatanter ist als bei anderen Songs. Bei anderen Songs meinst du einfach nur, ja gut, das ist gewohnte Powerwolf-Kost. Hier hast du direkt ein Beispiel, wo du sagen kannst, das ist schon recht nah beisammen. Nichtsdestotrotz finde ich den Song recht geil. Es ist für mich trotzdem ein weiteres Highlight von der, also ein Highlight von der Platte. Gibt mir irgendwie gut ab. Ich mag auch irgendwo dieses Chorale fast a cappella ähnliche Start in den Refrains. Mhm. Also wo dann die Instrumente voll in den Hintergrund geraten, so ein bisschen unterstützend noch da sind, aber überwiegend, da würde ich nur du Gesang hast. Also mir gefällt der Song recht gut. Ich bin bei 9/10 und ich frage mich, warum du gerade abkackst. Es gibt einen Satz, der so konträr nicht sein könnte. Also ich sag grundsätzlich alles, was du gesagt hast, ja, bis auf ein, zwei Sachen. Der Song ist erstmal nach dem Wake Up the Wicked ist das natürlich so ein bisschen eine kleine, nicht wieder Vollbremsung, aber schon deutlich gemächlicher als davor. Die Geschichte lyrisch wird gut erzählt, finde ich. Also das hat Powerwolf ja gut drauf. So solche Storys auch wirklich sehr geil in so ein geiles wortgewandtes Gewand zu packen. Tatsächlich bin ich bewertungstechnisch aber nur bei 7,5/10, weil du bist auch der mit deinem Gewand bist auch der St. Martin der Musiklaberallianz, ne? Wird sein muss, ja. Und ich habe geschrieben, der Song sticht nicht so viel hervor für meine Begriffe. Du, erster Satz, der Song sticht auf der Platte bis hier schon ziemlich raus. Konträrer könnte eine Mitschrift nicht sein. Ich verstehe deinen Satz. Also inhaltlich verstehe ich deinen Satz, aber da musst du einen anderen Song mitgemeint haben. Natürlich steht der Song raus. Keine Ahnung, irgendwie hat er mich nicht so...
Hat doch sicher. Nee, hat mich nicht so gebissen. Also ich meine, wenn wir jetzt dabei sind, ich meine, hast du deine Bewertung schon rausgehauen? 7,5 von 10. Ah, okay. Ich meine, wenn wir irgendwo dabei sind, zu sagen, das siehst du auch schon wieder ganz anders, wäre auch interessant, der Song sticht nicht wirklich heraus, dann bin ich eher bei Thunder Priest. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht war ich aber auch so ein bisschen... Aber beim nächsten Song, ich wollte jetzt gerade eine Überleitung zum nächsten Song machen, aber wir können gerne auch noch über... Ich kann dir folgen, alles gut. Vielleicht war ich auch, da denke ich jetzt gerade so ein bisschen drüber nach, auch dem, was dann im Nachgang so ein bisschen auf meinen privaten Playlist auch noch gelandet ist. Ich kann natürlich auch sein, dass ich total auf diese Knallgas-Nummer tatsächlich fixiert bin, ein bisschen, weil die mir auch am meisten Spaß gemacht haben. Das kommt auch tatsächlich in den Bewertungen so ein Stück weit raus. Ja. Weil Thunder Priest, die Überleitung war fantabulös. Also erstmal Punkt 1, der Thunder Priest, der Donnerpriester, klingt für mich erstmal wie ein Charakter. Tatsächlich, ich habe ja schon jetzt wieder die übernächste Song-Bewertung auch schon wieder gesehen. Ich glaube, es ist wirklich so, dass diese ganzen Knallgas-Nummern von mir so Powerwolf gewöhnlich sind, dass die bei mir jetzt nicht so rausgestochen haben und die mir an jedes alles geklammert haben, was so ein bisschen anders klingt. Gerade voll meine Überleitung. Ja, Entschuldigung, deine Überleitung wird bestimmt auch gut gewesen sein. Ja, wäre. Ficken Sie sich. So, der Thunder Priest, Donnerpriester. Ganz ehrlich, erstmal Punkt 1. Oh, Englisch kann auch. Der klingt. Jetzt höre ich auch auf, dich zu ärgern. Du solltest nett sein, du bist in Armreichweite. Denk dran, wir sind heute nicht online am Aufzeichnen. Nee, Thunder Priest klingt für mich so ein bisschen wie so ein Charakter. Ich war in Armreichweite. Ich habe noch einen Mikroständer in der Hand, da kann ich auch noch schmeißen. Nein, lange Rede, gar keinen Sinn. Thunder Priest klingt geh für mit mich deinem wie, so ein, Ständer weg. Wie so ein Charakter aus Diablo 4. Wie so ein Kampfklasse oder sowas. Finde ich total geil. Thunder Priest, ich finde, das könnte sich durchsetzen. So als Charakter von irgendeinem Roleplay-Game oder so. Also direkt instant so diese Vibes gehabt. Ansonsten, ja, was soll ich sagen? Drehzahl, so hart am Gas. Ich dachte eigentlich, Thunder Priest wäre der Manager von Thunder Mother. Ja, bei Thunder Priest, Drumgewitter incoming, würde ich sagen. Heavy Metal Thunder laut Band kommt ungefähr hin, muss ich sagen. In Sachen Tempo ändert sich auch wirklich nur in ganz kurzen Passagen mal was. Ansonsten drückt das Ding so richtig schön durch von vorne bis hinten. Macht mir viel Spaß, der Song geht mir gut ab. Ich sage, ich glaube, ich habe mich wirklich so auf diese Knallgas-Nummern fokussiert, weil ich die einfach am geilsten finde immer noch. 9 von 10. Ja, ich bin vielleicht im Moment in einer so verweichlichen Phase. Das kann natürlich auch sein. Keine Ahnung. Also Thunder Priest, ist Vollgas Richtung Donner, definitiv. Das ist gefühlt die schnellste Nummer von der Platte. Wie ja, ich finde. Es gibt sich mit Wake It Up the Wicked, die geben die sich gute Klinge in die Hand. Ja, 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 ja. Also da ist richtig Alarm, auf alle Fälle. Wenn man mit bei einem Song mitkommt, dann hat man auch einen Mitsing-Chorus. Also wenn man textlich mitsingen kann und nicht außer Puste ist. Viel mehr gibt es aber auch schon nicht zu berichten. Gefällt mir so ein bisschen besser als die anderen gewohnten Powerwolf-Songs. Auf der Platte, zumindest die ich als solche tituliert habe. Mhm. Deswegen 8,5. Das ist hier, hattest du ja schon mal geteasert. Ich bin hier auch mal wieder auf die 1,5-Schiene gegangen. Und ja, genau. Kommen wir zum nächsten Song, den du gar nicht mal so gut findest. Nein, also ich sag mal, we don't wanna be AB, genau. Meine Fresse, ey. We don't wanna be no saints. We do. 3 Minuten 15 lang. Ja, erstmalig kommt bei Powerwolf tatsächlich ein Kinderchor zum Einsatz. Ganz spannend, war ja ein bisschen schwierig, weil wir wissen, dass Powerwolf aus Deutschland kommen. Ergo haben die sie natürlich auch lokal aus dem Saarland. Auch lokal sind sie geblieben, mussten natürlich auch einen Kinderchor organisieren können, die A, noch die entsprechenden Stimmlagen haben, B, auch das Englischen so ein bisschen mächtig sind, um das entsprechend zu vertonen und nicht so ein bisschen mit... Ja, wobei die... Nee, das war tatsächlich ein Thema. Also war legit ein Thema. Ja, war legit ein Thema, tatsächlich. Also sonst wäre ich nicht drauf gekommen. Wobei Powerwolf in der Vergangenheit auch schon vielen Fragen unterwegs gewesen ist. Ja, aber hauptsächlich für die Akustik-Themen. Ja, haben die da nicht in der Kirche da teilweise Orgel angespielt? Also bei der Platte weiß ich es nicht, aber die in der Vergangenheit haben die schon mal gemacht. Die Frankreich-Reisen waren hauptsächlich tatsächlich zur Aufzeichnung als solche, weniger um irgendwelche Chöre zu besuchen oder zu scouten tatsächlich. Jedenfalls, ja, wie gesagt, Kinderchor zum Einsatz. Das Ding fand ich ganz spannend. Ja, definitiv. Ansonsten, und das ist jetzt so eine Nummer, ich setze den ganzen Song mal in eine Klammer. Denn bei der Nummer bin ich mir absolut unschlüssig, wo ich mit der Nummer hin muss. Ich finde... Nachvollziehbar. Das ist eine Nummer, wo ich sage, die braucht Zeit. Du hast ja auch schon ein paar Mal gesagt, in einigen Reviews in der Vergangenheit, da kann auch Steigerung drin sein, bla bla bla. Also so dieses... Da braucht vielleicht noch Zeit. Wie so ein Tee, vielleicht musst du ja einfach 3 Minuten länger ziehen, der Beutel. Mhm. So. Momentan, also ich habe es das erste Mal gehört,
ich sag mal so, da war so für mich der, für mich die Beschreibung, macht nichts falsch, hebt dich nicht sonderlich hervor. Irgendwo ja, irgendwo nein. Ist auch wieder was, ich finde schon, dass wieder, es sicher wieder, ja, durch den Kinderchor zwischen so den ganzen Geknüppel auch musikalisch ein bisschen hervorhebt. Ja, aber, so. Deswegen, keine Ahnung so richtig. Ich war irgendwo ja 7,5, vielleicht auch jetzt mittlerweile 8, keine Ahnung, so in der Bewertungsebene unterwegs. Das haue ich jetzt mal noch nicht mit voller Inbrunst raus. Das Problem ist, war, ich hatte nicht wirklich viel ewig Zeit, mit ein bisschen Ruhe dem Ganzen zu folgen. Vielleicht ist das auch das dem geschuldet. Ergo, sage ich mal vorsichtig, so, das ist das, was mir aufgefallen ist. Bewertungstechnisch war ich irgendwo bei 7,5, vielleicht auch 8 von 10. Da möchte ich mich aber jetzt nicht unbedingt drauf festnageln, tatsächlich. Also, okay. Da weiß ich halt noch nicht so ganz hin, wo ich mit der Nummer hin muss. Kann ich sogar tatsächlich ein Stück weit nachvollziehen. Also, We Don't Wanna Be No Saints. Ist jetzt inzwischen auch als Single rausgekommen oder zumindest als Video. Ich glaube sogar als Single. Ich habe tatsächlich mir auch hier in meinen Mitschriften zwischen all den Punkten, die ich hier aufgeführt habe, notiert, dass es dem einen oder anderen eventuell zu kitschy, hätte ich fast gesagt, zu catchy sein kann. Also zu eingängig, zu vielleicht ein bisschen poppig von der Melodie her. Keine Ahnung. Ich finde es aber irgendwo geil. Und ich musste auch, also ich fand es instant geil. Das hat man ja häufiger bei Songs, dass man die instant geil findet, dann muss man sie noch 3-4 Mal hören und dann kann auch sein, dass man sagt, nee, komm, irgendwie ist das nicht so richtig. Da muss ich auch tatsächlich für mich selber überlegen, finde ich den Song jetzt geil oder ist es dann doch wieder? Aber je häufiger ich den höre, ich finde den tatsächlich immer noch geiler. Mhm. Also ich finde, also diesen Kinderchor, den du schon erwähnt hattest, den finde ich saugeil. Der kommt am Anfang zum Einsatz und dann hinten nochmal nach 2/3. Und nach 2/3 des Songs wird der irgendwo noch von so einem Operettenchor, damit kein Operchor, sondern Operenchor oder Operettenchor, wie auch immer du willst, dann abgelöst. Ich finde der Übergang von diesen Kindern zu den erwachsenen weiblichen Stimmen, finde ich, kommt übelst geil. Und dann wird der Chorus auch nochmal von diesem Operettenchor untermalt. Also ich finde, der Song klingt auch wirklich mal frisch und neu bei Powerwolf. Und was wenig ist oder seltener hier auf der Platte zu finden ist. Der ist auch flott, aber wird nicht übermäßig geknüppelt. Nicht, dass ich was dagegen hätte, aber nur so als Feststellung. Ich finde, der Song lebt eher von der epischen Melodie, die ich persönlich, wie gesagt, ziemlich geil finde. Da aufgrund dessen, das habe ich mir nämlich auch noch überlegt, das könnte wieder so ein klassischer Song werden auf der Platte, den ich geil finde, der aber nachher live nicht gespielt wird. Dadurch, dass er inzwischen als Single raus ist, könnte sogar sein, dass er wirklich live mal kommt. Mhm. Ich hatte das vor einigen Alben, ich weiß nicht, ob es Blessed and Possessed war, da gab es einen Song Higher Than Heaven. Den fand ich instant relativ geil, der ist aber meines Erachtens nie irgendwann mal, er ist auf jeden Fall definitiv nicht auf irgendwelchen Live-Platten vertreten gewesen. Ich weiß nicht, ob die den wirklich mal live angepackt haben. Müsste ich jetzt auch lügen. Den fand ich nämlich damals schon ziemlich geil. Für mich ist der Song auch tatsächlich, für dich macht er nichts falsch, für mich ist es ein Album-Highlight. Ich hing irgendwo ab 9, Bewertung von 9 von 10, war bei mir alles drin und inzwischen bin ich tatsächlich bei 10 von 10. Okay, krass. Anders wild. Das gibst du 10 von 10? Das war eher so, puh, krass, so, okay. Interessant. Es muss nicht immer das geknüppelt. Du bist ja der Knüppelbeauftragte und ich bin und ich bin so der fürs Feine. Der Gourmet. Das lässt jetzt extrem viel schlimm Interpretationsspielraum an. Ja, vor allem, als du vorhin schon von deinem Ständer angefangen bist. Das nur mal so am Rande. Nee, lass mal, mach mal nicht. Wir sind auch gleich schon durch mit dem Album. Ja, besser ist das. Wir haben jetzt nur noch einen Vargamor vor uns. Das Niveau ist definitiv auch nicht besser geworden. Und wir sind ja schon bei der Stunde 12, alter Schwede. Ja, wir haben auch eine halbe Stunde Schluss gelabert am Anfang. Also Album ist tatsächlich, glaube ich, nicht mal eine Dreiviertelstunde bislang. Stimmt, das Album ist ja nur eine halbe Stunde. Oder? Nun, Freunde. Wir können Alben, die 20 Minuten lang sind, können wir anderthalb Stunden drüber sezieren. Das haben wir auch schon geschafft. Also stimmt. Ist vielleicht so extrem nicht, aber nah dran. Es ist ein Highlight, definitiv. Vargamor, ja. Und da muss ich sagen, da bin ich wieder ein bisschen gehookter. Und zwar, ich habe mir natürlich auch wieder Informationen beschafft und Vargamor erzählt. Du hast dir wieder mit deinen langen Fingern hast du dir Informationen beschafft. Ja, ich mir Informationen geschafft. Mit aus der Gruft von der Saarbrücken. Genau. Bei Wolfsrudel direkt. Genau, ich bin mal eben kurz in der Saarbrücken geknattert und hab da mal eben kurz ein bisschen Ständer knattern, ja. Du hast wieder Scheiße angefangen. Es wird nicht besser heute. Es ist auch heiß. Oh Mann, ist das heiß. Das Wetter ist auf jeden Fall Thema. Oh Mann, ist das heiß hier. So.
Vagamore. Vagamore, erstmal 3 Minuten 57 lang. Ist eine Legende aus Schweden, was beschreibt so ein bisschen ältere Frauen. Man bezieht sich darauf so ein bisschen nach dem Thema, also die Mutter der Wölfe tatsächlich, deswegen hast du da die Verbindung schon mal so ein bisschen mehr, okay. Die in Wäldern lebt und die recht nah, vielleicht also einen großen Bezug, vielleicht sogar ein Stück weit mit Werwölfen verwandt sozusagen sein könnte und hat so die Wölfe des Waldes dann so unter Kontrolle und in dem Schutz sozusagen so ein bisschen so eine aber Wald, nicht verwandt oder verschwägert mit Peter Stumpf. Nee, ich hoffe nicht. Peter Stumpf, Entschuldigung. Ja, weiß ich nicht, vielleicht kam der ja aus Schweden. Ich weiß es nicht. Ist nicht überliefert. Na, schon. Es gibt durchaus Peters, die aus Schweden kommen. Ja, red weiter. Freunde, ich bin manchmal echt müde. Kennt ihr das? Nun, auf jeden Fall finde ich den Mythos, der dahinter steckt, eigentlich ganz interessant und ganz spannend. So eine schöne Idee, so dieser Geist, Waldgeist, so ein bisschen. Und der Song, und jetzt ist witzigerweise, wir haben gerade schon festgestellt, eigentlich war ich so ziemlich Knallgasnummern fixiert. Da nehme ich nicht. So, der Song startet recht gemächlich, ist fast schon andächtig so ein bisschen gehalten, ja, vergleichsweise. Hat in dem Melodischen auch was sehr, sehr Episches zwischendrin. Also gefällt mir gut. Also hat ein gutes Tempo, Intensität ist auch drin, aber keine Knallgasnummer, keine Feuernummer. Nee. Am Ende diesen, oder auch am Anfang war das auch so ein bisschen, aber zum Ende ist es mir aufgefallen. Ja, wobei, du hast so gesagt, Tempo ist drin, Tempo ist. Zwischendurch ist mal so ein bisschen Tempo, nicht jetzt so eine Knallgas-Parole. Bisschen mehr Intensität, aber Tempo weiß ich jetzt gar nicht. Ja, aber ein bisschen, also ist ja auch wieder so ein bisschen relativ. Ja. Ne? Jedenfalls, was mir auch gut gefallen hat, ist dieser Akustikgitarren-Teil, der es ja scheinbar war. Am Ende ist er mir aufgefallen, am Anfang hat das leicht so ein bisschen Intro, gab es auch schon ein kleines Element, aber mit ein bisschen mehr Melodie noch dabei. Okay. Das hat aber was. Also der Song war für mich tatsächlich mal was Neues aus dem Powerwolf-Kosmos gefühlt so ein bisschen. Also nicht, weil die Kiste jetzt am Ende Album, letzter Song ruhiger geworden. Das ist ja so ein Powerwolf-Ding, das wissen wir ja schon. Wobei da der nicht Outro zwangsläufig beim letzten Song, aber ja, gab es auch schon, ja. Lange Outros dann in der Regel auch sind, so mit irgendwelchen noch Geboller und Gewitter. Das haben sie jetzt da sich mal geklemmt tatsächlich. Das haben sie sich bei diesem Album und bei Call of the Wild auch geklemmt. Ja. Bei Call of the Wild hatten wir es, glaube ich, noch gesagt, dass das erste Album war, wo du nicht irgendwie nach 10 Minuten noch so Donner, Regen und Wind und was alle hast. Genau, so eine Atmosphärenspur hast. Das haben sie jetzt hier inzwischen auch weggelassen. Richtig. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, hat mich der Song sehr neugierig gemacht und hat mich auch, der hat mich dann so ein bisschen gehuckt tatsächlich, weil ich das Ganze, also auch wieder so Story und Elemente, das hat mir im Song gut gefallen. Doch, hier mochte ich sehr gerne, das Ding. Also da habe ich auch 9/10 in der Bewertung drin. Okay. Der hat mich aber auch ein bisschen durch die Story wieder abgeholt tatsächlich. So, ich mache ja gerne, ich mache auch gerne mal Knallgasnummern, mag aber auch Songs, die eine schöne Geschichte miterzählen. Ja, das hilft. Das kann helfen, wenn man sich mit den Hintergrundgeschichten von den Songs auseinandersetzt, was ich mir dieses Mal völlig geklemmt habe, beziehungsweise was völlig an mir vorbeigegangen ist. Tatsächlich. Ich habe gerade so ein bisschen Entschuldigung. Wenn die Sätze mittendrin mal kurz unterbrochen werden. Schlucken. Boah, lass es. Ja, wir sind in ein Thema, wir sind in eine Richtung dieser Podcast-Folge abgedriftet, wo man eine Begrifflichkeit schlucken nicht mehr verwenden sollte. Ich wollte neugierig, wie du drauf reagierst. Ja, mit Entsetzen. Schreie ich so ins Mikrofon. Ach, ich find's schön. Ich hörte davon. Und meine Nachbarn auch. Die haben auch gehört, dass du. Nun, auf jeden Fall. Vagamore, bist du eigentlich fertig mit dem? Ich bin fertig, 9 von 10, ja? 9 von 10, okay. Ich bin da jetzt nicht ganz so hochnotig angegangen. Das klang jetzt auch wieder scheiße, aber es ist. Solange ich hochnotig war, ist alles gut. Apropos notig, Nutty Neighbors am 31. Als ich notig gesagt habe, habe ich noch gedacht, das war jetzt auch sehr nah an nutig dran. Und ich habe gedacht, hoffentlich hat das nicht gehört. Natürlich. So, ich habe den Song jetzt nicht ganz so hoch bewertet wie du. Jo. Ich habe mir allerdings auch offen gelassen, dass ich den Song vielleicht noch das ein oder andere Mal mehr hören muss, damit er bei mir zündet. Ach, es ist, ich meine, dass es hinten raus kein minutenlanger Regen und Wind und Sturm und so was alles ist, wo wir vorhin bei den Elementen waren, hatten wir schon gesagt. Es ist die Powerballade der Platte, so habe ich es genannt. Es geht aber nicht so geil an mich wie zum Beispiel Let There Be Night, was ja auch ein Song war, der dann als Outro des Albums, also wirklich das Outro des Albums war, so wie Vagamore jetzt. Und ein unfassbar geiles Outro. Sehr geil, genau. Aber auch Where the Wild Wolves Have Gone, das war auch noch so eine, das war so eine, ja, stimmt. Ja, doch, war auch Powerballade. Das war natürlich auch noch so richtig
intensiver. Aber ich glaube, der hat auch am Anfang ein bisschen gebraucht, bis er bei mir gezündet hat. Kann sein, dass Vagamore das auch ist. Live sehr geil, fällt mir gerade so ein. Ja, da haben sie ja noch mit diesem Kunstschnee und sowas. Ja, alle dann mega geil. Da haben sie richtig was find gemacht. Das war cool. Ja, dementsprechend, also bei mir, vielleicht braucht er es auch noch ein bisschen. Ansonsten fand ich andere Powerballaden bislang auch schon besser. Hintergrundstory, wie gesagt, habe ich mir jetzt nicht mit auseinandergesetzt. Ich bin dabei 8 von 10. Grundsolide. Das. Alles 11 gute Songs, sehr gute Songs auf der Platte, ja. Und keiner, der negativ abfällt. Spannend. Auf jeden halt. Fall. Ja, du. Gewohnte, was ist gewohnte Powerwolf? Das klingt immer so negativ, aber sie finden sich nicht neu. Ja, sie gehen so ein bisschen andere, den Weg, dass sie auch, wie du sagst, schon mal so vorsichtig, so rechts und links hier mal was ausprobieren, da mal was ausprobieren, aber jetzt nicht so ihre Kernkompetenz komplett irgendwie so verlassen, so, weiß ich nicht. Ne, genau. Und bei anderen Alben habe ich teilweise aber auch vorher schon gedacht, dass die so ein bisschen nuancenreicher sind als, und mal mehr was Neues gemacht haben, als jetzt zum Beispiel diese Platte, was ist, ne? Ich hatte es schon mal gesagt, mehrmals gesagt, dass sie sich nicht neu erfinden. AC/DC-Syndrom habe ich es genannt, vorhin auch schon mal. Finde ich übrigens wirklich eine gute Beschreibung eigentlich, das Ganze. Ist das irgendwie legit ein offiziell so ein Ding, was man schon gesagt hat, oder hast du es jetzt erfunden? Ich weiß nicht, vielleicht begründet, das ist jetzt kein Rad neu erfinden. AC/DC-Syndrom kann man eigentlich sehr gut eigentlich, das beschreibt es eigentlich sehr, sehr gut tatsächlich. AC/DC kennt auch wirklich fast jeder, also auch außerhalb unseres Kosmoses. Und man weiß, AC/DC hört sich fast immer selber an, aber schon geil irgendwie. Also ich wüsste es nicht, ob ich das irgendwo mal aufgeschnappt habe oder ob ich selber kreiert habe. Ich finde es jetzt aber jetzt auch nicht Gott weiß wie kreativ. Ich finde es aber gut. Ehrlich gesagt. Es ist halt so, ne? Du hast AC/DC hat halt den eigenen Klang. Und jemand, der sich da nicht so mit auseinandersetzt, sagt ja sowieso, AC/DC, da klingt alles gleich. Motorhead ist auch noch so eine, wie gesagt, auch noch so ein Punkt. So Bands, die diesen eigenen Sound haben, der dann auch von Album zu Album ähnlich ist, wie jetzt zum Beispiel Powerwolf, die habe ich in der Vergangenheit, wie auch Powerwolf, oft extrem gesuchtet. Und dann wird es mir dann aber manchmal ein Stück weit zu eintönig. Zum Beispiel Call of the Wild. Da ist mir jetzt erst wieder aufgefallen, was da für geile Songs drauf waren. Ich habe das eigentlich als eher durchschnittliches Album so in der Retro-Perspektive in Erinnerung gehabt. Mhm. Waren aber auch einige geile Nummern bei. Das habe ich damals viel gehört. Und dann ist natürlich auch mal live das eine oder andere rausgekommen und so weiter. Dann habe ich Powerwolf aber auch nicht mehr übermäßig häufig in meiner Playlist drin gehabt. Weil ich höre sowieso Alben mehr durch, als dass ich mir da Songs zusammenstelle zu Playlists. Und da ist Powerwolf schon relativ selten noch stattgefunden. Das könnte das gleiche jetzt mit Wake Up the Wicked passieren, weil ich es halt damals sehr oft gesuchtet habe und jetzt dann halt vieles dann auch da klanglich nah dran ist. Volbeat ist ja auch so ein ähnliches Thema. Auch sehr viel gesuchtet damals. Also wenn es rauskommt, höre ich jedes Album von Powerwolf sehr gerne. Aber wie gesagt, danach möglicherweise nicht zu übermäßig lange. Live ist mir dann allerdings aufgefallen, ich habe die ja zuletzt vor ein paar Jahren als Vorband von Iron Maiden in Bremen gesehen. Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen was her. Da kommen die immer noch richtig geil. Live. Da geht die Mucke auch ziemlich an mich. Die musst du halt auf Platte jetzt nicht mal so häufig haben. Ne? Aber was die passt ja auch dazu, was du gerade gesagt hast mit Where the Wild Wolves Have Gone, wie die das da live präsentieren. Oh ja. Da gehen die schon mal ganz anders ab. Also wie gesagt, jeder Song ist für sich sehr gut bis geil. Ich mag den Sound halt auch, da ja auch ein insgesamt sehr gutes Power-Album, aber aufgrund der teilweise Nähe zu vorherigen Power-Songs eher ein Album von vielen, als dass es für mich das absolute Highlight-Album der Geschichte von Power werden wird. Ja, fühle ich. Das eine oder andere braucht vielleicht noch ein bisschen länger, das muss man vielleicht nochmal live auf Platte hören und das muss ich dann noch ein bisschen fester eingraben, dass es dann halt in einem eigenen Powerwolf empfinden. Als Musikfan, da dann noch sich fester setzt, also ein oder andere Song. Vielleicht auch die Songs, die jetzt für mich die Highlights waren, die sich dann da festsetzen. Highlights waren für mich also Sinner of the Seven Seas, 1589, tatsächlich auch Joan of Arc und We Don't Wanna Be No Saints, die ich da ziemlich geil finde. Ich meine, die Tatsache, dass kein Song schlechter als 8 von mir bewertet war, sagt ja dann halt auch schon irgendwo einiges aus. Und damit will ich es dann auch bewenden lassen. Dann habe ich jetzt auch genug gesabbelt dazu. Gutes Album, 8 von 10. Fühle ich, viele Sachen, die du gesagt hast, fühle ich tatsächlich auch. Also, Highlight-Songs habe ich bei mir auch tatsächlich 1589, Wake Up the Wicked, Vagamore, Thunder Priest und auch das Intro, Blessing with a Blade, sind da so für mich mein Highlight. Also, bis auf Vagamore eigentlich wirklich die ganzen Knallgastnummern. Ja, Blessing.
als Intro-Song halt. Auffällig ist, das habe ich während der Bewertung ja schon gesagt, tatsächlich, die Knallgas-Nummern sind tatsächlich auch die, die direkt instant richtig an mich rangegangen sind. Vagamore, also ja, aber die heben sich halt von bisher da gewesen schon irgendwie so nicht so richtig ab. Da fehlt mir so ein bisschen der Alleinstellungsmerkmal. Vielleicht war es auch das, dass ich gesagt habe, ich habe Bock auf die flotte Powerwolf-Kosten in dem Moment gehabt, keine Ahnung. Aber es sind halt. Liegt auch vielleicht daran, sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber liegt auch vielleicht daran, was man erwartet, wenn man das Album reinhört. Du hast möglicherweise die Powerwolf-Platte reingehört und hast gedacht, hoffentlich kommt jetzt geiles Geknüppel. Und ich habe sie mir vielleicht reingehört mit dem Gedanken, hoffentlich kommt da mal so ein bisschen was Frisches, was Neues, was sich abhebt. Das Problem hatte ich bei Call of the Wild nämlich auch, dass ich mit eigentlich zu hohen Erwartungen rangegangen bin, dass da halt Sacrament of Sin, sage ich auch nach wie vor, ich hatte das tatsächlich damals schon mal gesagt, bin ich auch nochmal dabei. Für mich ist Sacrament of Sin das Album der absolute Zenit des Schaffens von Powerwolf gewesen, weil da einfach fast alles geil war. Ja. Auf der Platte. Und entweder das oder vielleicht sogar schon das davor. Aber, also so auf jeden Fall die beiden oder dann das, was davor war. Ich bin ja überlegen, war da Blessed and Possessed oder war da noch eins zwischen? Boah. Ich will nur mal gucken. Vielleicht, das habe ich mir jetzt von meinem Mitschrift nicht notiert, das kommt jetzt relativ spontan, aber vielleicht, wenn der ein oder andere Song wirklich so mal 20, 30 Sekunden länger gewesen wäre, hätte man da auch noch so ein bisschen was Geileres einbauen können. Nee, Sacrament of Sin war vor Call of the Wild tatsächlich, also als Studioalbum. Ja, das weiß ich, aber. Sacrament of Sin war davor. Blessed and Possessed. Blessed and Possessed, ja. Das waren so die beiden Alben, die dann richtig killer waren. Da schreien sich jetzt die Geister, wo dann der Höhepunkt des Schaffens war. Ja. Könnte wirklich Sacrament of Sin sein, wobei Call of the Wild, wie gesagt, da sind auch. Es sind ein paar gute Nummern dabei, deswegen nicht. Aber das Album, also sagen wir so, das Album als solches im Gesamtpaket war einfach bei Sacrament einfach mal ultra viel geiler, für mich persönlich. Ja. Deswegen Wake Up. Wie gesagt, ich glaube, ich habe den Satz gerade noch gar nicht zu Ende gesagt. Vielleicht hätte dem einen oder anderen Song auch so ein bisschen so 20, 30 Sekunden mehr, wo man noch ein bisschen was reinwurschtelt. Die Songs von Powerwolf auf Platte sind sowieso sehr, sehr stark produziert, weil du hier und da immer mal wieder was reinpackst, orchestral und so weiter. Absolut. Vielleicht hätte da so das eine oder andere, die kleine eine oder andere Nuance von einem Album, in dem Song, dem Song noch besser getan. Möglicherweise. Sehr gut möglich. Was heißt, mir fehlt so eine Nummer, aber so Amata Strigoi oder Notch Neu Dorsor, was so ein bisschen so diese Double Bass, aber Stampfer, Stampfer sind, die jetzt auch nicht so übermäßig knüppeln, sondern mehr so rhythmisch daherkommen. Fehlt zum Beispiel auf dieser Platte auch. So ein Song in der Richtung, weißt du? Kommt hin. Vielleicht, wenn sie einen draufgehauen hätten, hätte man gesagt, gut, klingt auch schon wieder wie das und das. Man weiß es nicht, ist immer schwierig. Ist halt die Frage. Für mich ist halt das Ding so, ein, zwei Songs, vielleicht konnte ich denen einfach noch nicht die hundertprozentige Aufmerksamkeit schenken, die sie verdient haben, sag ich mal. Kommt da für mich. Bist ja auch ein vielbeschäftigter Mensch. Ne, was, tatsächlich war das jetzt, also ich bin froh, dass demnächst, es geht stramm auf den Urlaub zu, also von daher. Wobei ich festgestellt habe, wenn alles so nach Plan klappt, wird es für euch da draußen keine Folgenpause geben, wenn alles klappt geht. Tatsächlich, obwohl man irgendwie drei Wochen mal Urlaub macht. Doch maximal eine Woche. Maximal eine. Also wir haben noch eine Sache in der Schwebe, da könnt ihr euch auch sehr drauf freuen, wenn das klappt. Ich sag noch nicht genau, verraten kann ich es noch nicht, ist noch nicht bestätigt, aber. Es könnte was Geiles sein, also wir freuen uns da vielleicht den einen oder anderen etwas bekannteren Namen hier reinholen zu können. Dürfen. Jetzt erzähl da nicht so viel von. Sonst ich hoffe es, weil Hardbone ist ja schon ein verdammt großer Name. Absolut, der absolut, zweite, die meintest du auch. Genau. Punkt. Die zweite Geschichte, die im Moment in der Schwebe ist, ist auch was Bekanntes. Wenn es klappt, ist geil, wenn es nicht klappt, ja gut, vielleicht wann anders. Zeit ist ja auch immer so eine Sache bei den Leuten. Muss man davon ja auch nicht vergessen. Ne? Plauderst mal zu viel aus dem Nähkissen. Was der getourt wird, aber wir warten mal ab. So, dann ist es ja so, dass wir ja noch das Ding aus Meppen von der Kneipe, was wir gesagt haben, von der Kneipe mit Red Mob. Das wird auf jeden Fall auch entweder direkt die Woche danach oder dann danach die Woche darauf veröffentlicht. Mal gucken. Und ich habe seit gestern festgestellt, dass ich doch ganz zufälligerweise zum selben Zeitpunkt wie ein. Bist du eigentlich mit deinem Albumfazit fertig? Nee, ich bin gerade dabei, noch die Kurve zu kriegen. So wegen, wir waren gerade im Thema mit der Folge. Jedenfalls, wie der Zufall es so will, bin ich tatsächlich in der Gegend rund um das Baltic Open Air und werde da den Freitag mal vor Ort ein bisschen stöbern, weil da ein ziemlich cooles Line-Up sich ergeben hat, beziehungsweise da ist und ich in der Gegend bin. Ergo, also da sind dabei Raubein, Saltatio Mortis sind dabei, finde ich geil. Die sehe ich dann auch zum ersten Mal live tatsächlich. Saltatio Mortis ist so die Mittelalter-Band mit Micha Rein, ne? Ja, genau. Dann sehe ich. Das hatten wir ja geklärt im Vorwort der Folge. Dann Moto Jesus noch zum Schluss. Dann, was haben wir noch? Kerbholz habe ich da drauf. Kissing Dynamite. Also das wird geil, das wird richtig gut. Freue ich mich drauf. Vielleicht, wenn alles mitspielt und auch der Ton einigermaßen mit hinhaut, bringe ich euch tatsächlich auch noch einen kleinen Vlog mit von dem Festival. Weil ich kenne es nicht, es ist ein in Schleswig, bei Heiterbu statt, ne, Wikingerstädte und so weiter, war ich schon selber ein paar Mal im Urlaub, geile Ecke eigentlich, und dass da jetzt ein Festival ist und dass das jetzt alle passt, finde ich geil, freue ich mich drauf.
wird auch nochmal drüber zu erzählen sein. Kann sein, dass ich euch da noch eine kleine Erzählfolge mitbringe. So, um wieder auf das Album zu kommen. Ich wollte gerade sagen, was hat das alles jetzt mit dem Album zu tun? Nix, aber ich fand, ich wollte einen Cliffhanger machen. Ach so. Album das an sich. So ein Cliffhanger hängt man. Nein, du hast Ende der Folge. Du hast gesagt, du hast mich darauf gebracht, wegen viel beschäftigt in letzter Zeit und dann Urlaub und so. Ja. Da kam die Brücke her, genau. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich bin bei der Bewertung genauso bei 8 von 10 wie du. Die Album, die Platte ist eigentlich eine gute Platte. Das dürfen wir also definitiv nicht vernachlässigen. No. Es wird aber nicht die Platte des Jahres für mich. Es wird nicht das Album des Jahres für mich. Kann natürlich jetzt sein, dass ich, da gibt es andere, die stärker waren, die auch eine Bewertung höher. Ja, da bin ich im Moment auch. Aber gedanklich. Es ist trotzdem eine gute Platte. Das dürfen wir nicht vergessen. Wie gesagt, neues Studioalbum. Ich sag mal, Vorsicht, es gibt genug Bands, die nach dem 4., 5. denen die Ideen ausgehen. Also von daher bis dato geile Geschichte, trotz alledem. Aber es ist halt so, das AC/DC-Syndrom beschreibt es ganz gut. Es sind sehr, sehr viele, also sind viele Sachen dabei, die halt wirklich auch Spaß machen. Aber im Großen und Ganzen ist es eine solide Platte. Punkt. Ja. So, würde ich es mal sagen, so mit ein bisschen Umwege. Das hätte ich euch schlägt sich in welcher Bewertung nieder? 8 von 10 auch, habe ich okay. gesagt. Hattest du schon? Ja. Habe ich nicht gehört. Hab ich versehentlich gehört. Dir mal für einen Moment nicht zugehört. Hast du aus Versehen Bier mitgebracht? Habe ich aus Versehen Bier mitgebracht, genau. Ich hab tatsächlich noch 3, 4, 5 News. Und ich habe festgestellt, dass der Oktober und November auch schon wieder ziemlich anstrengend werden, weil wieder viel zu tun sein wird. Da wird viel zu tun sein? Was wird denn da alles zu tun sein? Schieß ja, April Art, also da gab es jetzt tatsächlich noch ein paar Ankündigungen. Stimmt. April Art am 4.10. neues Album. Brothers of Metal mit Fimbul Winter am 1.11. diesen Jahres. Windrose auch am 4.10.24. Heide Witzka. dann kommt noch die NOA in Paradise Werbung. Ach nee, die hatten wir schon. Das haben wir schon. Ach ja, genau. Und zum Schluss, wir neigen uns ja dem Ende der Folge zu. Und Freunde, ich sag mal. Jetzt muss der virtuelle Klingelbeutel mal wieder rumgehen. Genau, ihr wisst ja, dass wir sind ja mittlerweile doch etwas umtriebiger geworden, ne? Also Podcast, YouTube, Stream, Vloggen. Kevin ist ein vielbeschäftigter Mann. Ne? Und deswegen, wer Bock hat und wer geil findet, was wir machen, wir machen das ja nach wie vor als Hobby, als Nebenberuf, oder nee, Nebenberuf nicht, aber als... Ich wollte gerade sagen, wir machen es nicht als Nebenberuf. Nicht als Nebenberuf. Sobald wir das als Nebenberuf machen, sag mir bitte Bescheid, dass ich das auch als Nebenberuf mache. Ne, also im Endeffekt... Dann müsst ihr dir noch meine Kontonummer geben. Machen wir das privat und als Hobby, als nebenbei, ne? Keine Werbung, keine Werbepartner und Krams. Ergo, wenn ihr Bock habt, wenn ihr geil findet, was wir machen. Sei es Fotos, sei es Videos, sei es Podcasts und keine Ahnung, so aus dem Mla-Kosmos nenne ich es mal. Da haben wir es ja schon ein paar Mal genannt. Dann könnt ihr uns gerne mal unterstützen, wenn ihr wollt. Und zwar auf tippi.com. Tippi mit 3e geschrieben. Tipp wie? Mit 3e? Ja, 3e. Tippi nennt sich das. .com/ Musiklaber-Allianz. Das ist dann unsere kleine Tippi-Seite. Könnt ihr das in diesen virtuellen Klingelbeutel tatsächlich mal reinplumpsen lassen? Das unterstützt unsere Arbeit und wir können so ein paar Sachen so ein bisschen, wir haben Technik angeschafft, so ein bisschen, Studio ist ja auch ein bisschen größer und ein bisschen was schicker geworden, mit ein bisschen Technik, Software und allem drum dran so ein bisschen. Wenn ihr Bock habt, uns da so ein bisschen zu supporten und wir wollen uns ja auch weiterentwickeln an der Stelle, gerne mal was da lassen, würden wir uns unfassbar drüber freuen, das wäre super geil. Und ansonsten generell schaut gerne mal auch auf unsere Bildkanäle vorbei. Zum einen eben auf Twitch, schon mal vorhin eingangs erwähnt. Und natürlich auch auf YouTube. Gerne mal ein Abo dalassen. Dann verpasst ihr auch keinen Stream, kein Video. Die Benachrichtigungen hauen und die Benachrichtigungen auch aktivieren, ganz wichtig. Dann könnt ihr auch nochmal Videos und Mitschnitte von Bands, von kleineren Bands auf kleineren Festivals anschauen. Richtig, oder ganze Festivalberichte, Vlogs und so weiter. Ja. Da wird es immer was geben. Es gibt noch so ein paar, werden noch so ein paar Einzelvideos kommen. Es ist noch einiges in der Pipeline sozusagen. Ich gucke hier gerade auf den A4-Zettel von Skizzen tatsächlich, was ich noch alles eigentlich machen möchte, tatsächlich so mit Material, was auf meiner Festplatte hier schlummert. Aber ich habe noch keine Zeit gehabt dafür. Ah, ja, du bist ein vielbeschäftigter Mann. Aber da es wird immer wieder mal was kommen von uns. Könnt ihr euch drauf freuen. Von daher, wie gesagt, wenn ihr wollt, supportet uns. Ansonsten denkt dran, Noah in Paradise in Hobsten, 31. August. Kommt vorbei, lasst uns da auch Spaß haben. Ein bisschen quatschen und einfach einen schicken, geilen Abend, genau. Muckeabend haben. Trinken Bier mit uns. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, jetzt nach über anderthalb Stunden Spieldauer. Ja, die nächsten Wochen, also nächste Woche Album-Review wirst du aus Zeitgründen bei mir. An anderer Natur voraussichtlich alleine machen. Richtig, da wird's genau. Nächste Woche wird es eine. Wir gehen wieder ins Mittelalter. Geil. Und, ich hatte gehofft, dass du das tust. Mittelalter geil, genau. Das Geile ist aber auch, schnell raushauen, weil ich Sorge hatte, du redest jetzt schon weiter. Manchmal bist du ein bisschen schnell unterwegs. Mittelalter geil, genau. Das wird das nächste Thema werden, denn unsere Freunde von Unvermeidbar haben uns
schon vor 2 Wochen ein Exemplar deren neues Album zukommen lassen. Und das hat vielleicht der eine oder andere auch bei unserem Insta- und Facebook-Account schon mal gesehen. So ein bisschen, wir haben ja so ein bisschen die Werbetrommel gerührt, man unterstützt sich ja auch gegenseitig. Das ist auch eine schöne Sache tatsächlich. Hat aber nichts mit der eigentlichen Bewertung zu tun. Das möchte ich auch mal vorausschmeißen tatsächlich. Also wir. Achso, da muss ich nochmal. Nee, ich bin ja nächste Woche möglicherweise gar nicht dabei. Und da muss ich meine Bewertung nicht anpassen. Nee, also wie gesagt, es wird eine Review dazu geben. Da werde ich euch vielleicht gebe ich euch eine Review und eine Menge News und Single. Ich glaube, das könnte ich ganz gut packen. Dann kriege ich auch eine Stunde alleine voll quasi als Folgendauer. Ja. Mal gucken. Ich habe schon ein paar Singles gesehen, die du die notiert hast, in Extremo auch, und dann haben wir eine Single rausgehauen. Ich weiß, ich muss da noch mal ein bisschen ausführlicher zusammenpacken. Ja. Ich weiß noch nicht, wann. Alles gut. Alles gut. Wie gesagt, wird einiges. Mindestens du machst nächstes, voraussichtlich auch nur du nächstes Wochenende die Review. Vielleicht schmeiße ich den Stream sogar mal an. Mal gucken, ob wer noch auf Twitch noch lebt. Ja, mal gucken. Vielleicht bin ich spontan auch doch noch dabei. Ich muss aber mal gucken. Ich bin aber nächste Woche privat wie beruflich etwas eingespannt abends. Ja, alles gut. Wenn das so ist, dann ist das so. Ist kein Problem. Dann, entweder je nachdem, übernächste Woche bin ich auf jeden Fall dabei. Entweder bei der Folge aus dem, wenn wir sie dann übernächste Woche schon veröffentlichen, bei der Folge aus der Kneipe. Genau. Oder bei dem, was sonst kommt. Oder bei dem noch Secret Project. Genau. Ich hoffe so sehr, dass das klappt. Genau. Und dann, ich warte auf eine einzige Rückmeldung noch. Wenn das klappt, egal. Danach bist du mal wieder ein bisschen allein unterwegs möglicherweise, weil du dann ja irgendwie vom Baltic Open Air noch berichtest. Ja, richtig. Und so weiter. Und dann schauen wir mal, zwischendurch bin ich dann nochmal wieder dabei. Es wird auf jeden Fall. Wobei ich September, Oktober dann auch wieder etwas privat eingebunden sein werde. Dann muss ich mal gucken, was sich ergibt und was sich nicht ergibt. Richtig. Du, das. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen. Ich wollte gerade sagen, du bist momentan so ein bisschen on-off. So ein on-off, genau. Ich bin der On-off-Podcaster. Aber das macht. Ich bin auch tatsächlich jetzt am Freitag noch von Kai gefragt worden, ob. Letzte Woche war ja Schnickschnack, die Woche davor. Mhm. Mit dem D'Artagnan-Album, die hatte er sich aber erst letzte Woche angehört, ja. Ob das meine erste Folge nach meiner Pause wieder war. Ich habe gesagt, nein, ich war schon ein, zwei Mal wieder dabei, ich war aber auch schon mal wieder ein, zwei Mal wieder weg. Das unter anderem daran lag, dass du über Festivals berichtet hast, wo ich nicht zugegen war, zugegen sein konnte. Das stimmt. Dementsprechend hat es für mich keinen Sinn hätte es keinen Sinn ergeben, dabei zu sein. Und wir haben ja schon abgeklärt, dass ich mir hier und da auch mal Interviewgäste rein dazu hole, wo du persönlich vielleicht nicht den größten Bezug vielleicht zu hast in dem Fall, wo du so Mut zur Lücke auch mal kein Problem ist. Was heißt kein Bezug zu, aber wo ich dir das auch alleine zutraue, das Interview bisschen falsch ausgedrückt, stimmt das recht. Zu führen, genau. Da habe ich tatsächlich so gewisse Erfahrungswerte gesammelt in den letzten Monaten, das stimmt. Aber hey, das macht zusammen Spaß, wir kriegen so oder so immer ein bisschen Laune. Irgendwie regeln wir das alle wohl schon. Mit und ohne. Ich fahre immer voll ohne Bock hier hin, aber irgendwie kriege ich noch ein bisschen Laune, wenn ich hier sitze. Wie oft war das so, dass du echt ein bisschen angefressen oder irgendwie so ein bisschen schlecht gelaunt hier hinkamst und dann während der Podcast-Voraufzeichnung immer ein bisschen mehr in Laune und in Stimmung kamst? Andersrum gefragt, wie oft war das nicht so? Stimmt. Man steigert sich dann so rein, so, ne? Und es kann so und so ausgehen. Meistens klappt es, dass man dann einigermaßen besser draufkommt, ne? Aber das ist halt die Schwierigkeit, wenn man erst von der Arbeit hier entfernt. Ja, manchmal, ne? Gibt manchmal so Tage, ne? Da ist das schon. Ist das ja, man kommt von einem stressigen Arbeitstag hier hin, kriegt erstmal von dir 1,5 Stunden Druckbetankung mit Informationen, die man selber nicht speichern kann und muss dann noch eine Podcast-Folge machen. Dann ist man manchmal ein bisschen gar. Ihr wisst ja selber auch, wie schnell er immer redet und wie viel Informationen der raushaut. Deswegen haben wir ja schon über die Untertitel jetzt gesprochen. Die nicht mal mitkommen, wenn du redest. Ich habe die AI geknackt. Ich habe den Code Ich habe den Da Vinci-Code geknackt. Den KI-Code geknackt. Endgegner, schneller sprengen als die KI. Ich habe KI durchgespielt. So, Freunde. Ich würde sagen, genug. Ich habe es durchgespielt und mache jetzt noch die Nebenquests. Genau. Genug des dummen Gesabbels für euch, für heute, für diese Müssen Folge. Müssen wir so mal ernsthaftes Sammeln? Nö. Also, okay. Sven, haben wir noch was? Sehr verehrte Damen und Herren, es war mir eine Freude, Sie bei dieser Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Nein, im Kern sind wir fertig, wie jetzt jeder gehört hat. Ja, aber hundertprozentig. Ich fand deine Nachrichtensprecherstimme schon schön. Sollte ich bei der nächsten Folge der Mlarschau mal dabei sein? Ich glaube, du musst das Intro einsprechen. Soll ich den Sport oder das Wetter übernehmen? Nein, du musst diesen wie bei der Tagesschau. Hier ist das erste deutsche Mlar-Fernsehen mit der Mlarschau. Irgendwie sowas. Ich habe Ideen. Freunde, wir müssen Schluss machen an dieser Stelle. Erschreckenderweise schließen diese Ideen mich mit ein. Das heißt, so langsam müssen wir wirklich Schluss machen. Ich muss weg. Also achtet das hier in Arbeit aus. Hundertprozentig. So, Freunde, ich würde sagen, im Prinzip haben wir eigentlich alles gesagt. Wir haben unsere Werbung gemacht. Im Prinzip gemacht. Haben wir auch teilweise so viel gesagt.
Sachen, die wir gar nicht sagen wollten. Dann würde ich sagen, du hast ja gesagt, du hast nichts mehr. Würde ich sagen, Freunde. Nee, ich habe gesagt, im Kern sind wir fertig. Genau. Dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Du hast das sehr seriös rübergebracht. Danke. Meinen allergrößten Respekt. Ja. Und ich wünsche euch meinen da draußen... Meinen auch, weil du versuchst, mir das nachzueifern. Was? Ernst? Seriosität? Ja. Ja, kenne ich nicht. Stimmt. Also Freunde, schön, dass ihr da so lange hier geblieben seid, in der Folge echt lange geworden. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, was ihr noch vorhabt, Abend, Nacht, wie auch immer, wann ihr es genau. hört. Solltet oder ihr, eine gute Nacht. Solltet ihr auf dem Wacken-Festival sein, viel Spaß dabei. Genau, solltet ihr auf dem Rückweg vom Wacken-Festival sein, wir hoffen, ihr hattet ein gutes Festival und habt eine nicht ganz so lange Abreise, wie wir es 2017 hatten. 9 fucking Stunden. Stunden von Schleswig-Holstein in die Schweiz wäre okay. So wie unsere Nachbarn, die da die haben länger gebraucht als 9 Stunden. 9 fucking Stunden von Schleswig-Holstein Wacken ins südliche Emsland, ja, ist nicht okay. Ist nicht in Ordnung, ist nicht absolut nicht okay. Stau einfach durchgespielt. Freunde, ich wünsche euch, oder wir wünschen euch, mitnehmen Quests. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und ich begrüße euch dann nächste Woche, wahrscheinlich voraussichtlich nächste Woche alleine, wenn es sei denn, die Planetenkonstellation ist nochmal uns günstig gesinnt und sage... Bis zur nächsten Folge. Bis denn, Kevin und Sven.